Meine Damen und Herren, für Sie zur Orientierung, wir haben uns entschlossen, noch 5 Minuten zu warten. Sie Bescheid wissen, in 5 Minuten geht es dann los. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie hier am Gendarmenmarkt begrüßen zu können, für mich an alter Wirkungsstätte,
wunderbar. Wir haben am Anfang schon geredet und gesprochen und gesagt, dieser Raum mit dem Boden, was Besonderes immer wieder. Hier ist der ein oder andere Film gedreht worden. Nicht irgendwelche Tanzfilme aus den 70ern, lieber General, aber vieles andere. Sehr geehrter Herr General Patschke, lieber Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Dr. Baumgartner, liebe Frau Dr. Högel, das ist jetzt die erste Problematik, die man mir im Setting bereits verordnet hat. Ich spreche zu Ihnen und habe fünf Damen sozusagen im Rücken. Das ist nicht geschickt, aber ich versuche es durch Drehen am Tisch in irgendeiner Form so zu lösen, dass Sie nicht nur meinen Rücken sehen. Bin ich hier richtig? Diese Frage hoffe ich nicht, dass Sie am Ende des Abends gestellt haben. Aber das dürfte sich immer noch so manche Frau im Hinblick auf die Bundeswehr fragen. Als ich die Einladung zu der heutigen Veranstaltung in die Hand nahm, fiel mir sofort die Frau Fähnrich ein, die im JS-Heft vom letzten Monat über ihre Erfahrungen im Karrierecenter berichtete. Mutig hatte sie sich entschieden, für die Offizierslaufbahn sich zu bewerben und bekam vom Karriereberater zu hören, ich müsste mir keine zu großen Hoffnungen machen. Offiziere würden nur die Elite und dazu gehörte ich als Frau nicht. Ich war fassungslos, ich zitiere weiter, könnte aber es auch ohne Zitation weitersprechen. Das hat mich wirklich getroffen und ich habe Tränen verdrückt. Nach dem Termin habe ich in der U-Bahn erst mal geheult. Ich dachte mir, was, wenn alle in der Bundeswehr gegenüber Frauen so sind? Wäre ich nicht so ehrgeizig, hätte ich meine Bewerbung nicht abgegeben. Zitat Ende. Frauen in der Bundeswehr als allseits anerkannte Kameradinnen, wie weit sind wir hier eigentlich 20 Jahre danach, nachdem die ersten Frauen ihren Dienst in der kämpfenden Truppe aufgenommen haben, entfernt? Ich freue mich, dass wir heute und hier das Gespräch zum Thema fortsetzen, in einem Veranstaltungsformat der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung, das inzwischen schon Tradition hat. Denn genau das zählt zu den Aufgaben der EAS. Räume der Begegnungen zu schaffen und bei der Bewältigung des soldatischen Alltags im Einsatz und im Grundbetrieb zu unterstützen. Sie alle kennen die Zahlen. Der neueste Bericht der Wehrbeauftragten hat sie gerade erst wieder präsent gemacht. Mit 23.606 Personen lag der Anteil der Soldatinnen im Berichtsjahr bei 12,85%. Rechnet man den Sanitätsdienst heraus, lieber Herr Inspektor, sind es gerade noch 9,16%. Bis zum Etappenziel der Quote von 15% ist es so gesehen noch ein weiter Weg. Gerade wenn man bedenkt, dass die Anzahl der Frauen in der Truppe 2021 um nicht einmal 0,5% gestiegen ist. Uns als Militärseelsorge begegnet in der Standortarbeit sehr regelmäßig ein zentrales Problem hinter diesen Zahlen, das auch die Wehrbeauftragte in ihrem Bericht benennt. Der sogenannte Gender Bias. Es sind die unbewussten Bewertungen, die auf geschlechtsspezifischen Stereotypen basieren. Im Alltag schleift sich ein, wie wir einander wahrnehmen, wie wir miteinander umgehen und was wir uns gegenseitig zutrauen. Und dabei geht es längst nicht immer gerecht zu. Solche Folien und Scheren im Kopf erweisen sich oft als äußerst hartnäckig. Vorbewusst, quasi automatisch, kommen sie zur Anwendung, solange sie nicht durch andersartige Erfahrungen aktualisiert werden. Und bei unter 15% Frauenanteil reicht die Durchmischung schlichtweg nicht, um als Truppe die notwendige Anzahl an bewusstseinserweiternden Erfahrungen zu gewinnen.
Die Folge? Mann kippt zurück in alte Muster und Stereotypen. Als Kirche kennen wir dieses Problem. Lange Zeit war auch der evangelische Pfarrdienst nahezu reine Männersache. Erst im Zweiten Weltkrieg, ab 1944, gab es die ersten ordinierten Pfarrerinnen in der evangelischen Kirche in Deutschland, und teilweise bis Ende der 60er Jahre gab es, unglaublich aber wahr, eine Zölibatsklausel, die nur unverheiratete Frauen zum Pfarrdienst zuließ. So viel zum Thema Gender Bias und so weit zum Thema, als dass im Protestantismus seit 500 Jahren Frauen immer auch schon Pfarrerinnen gewesen wären. Und so richtig Fahrt aufnehmen wollte das Thema auch dann nicht. Die letzte Mitgliedskirche der evangelischen Kirche in Deutschland, ich nenne jetzt den Namen nicht, erlaubte erst 1991 die Ordination von Frauen als Pastorinnen. 30 Jahre später, seit November 21, stehen nun drei Frauen an der Spitze der evangelischen Kirche in Deutschland. Die westfälische Präses Annette Kurschus wurde zur neuen Ratsvorsitzenden gewählt. Stellvertreterin ist die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs, die auch dem Beirat des Militärbischofs als Vorsitzende angehört. Und Anna-Nicole Heinrich ist seit Mai Präses der EKD-Synode. Veränderung ist möglich, wenn auch sicherlich nicht immer leicht. Dabei spricht so vieles dafür, die Potenziale aller Menschen in gleichem Maße zu nutzen. Die Vereinten Nationen beispielsweise wünschen sich mehr Frauen in Friedensmissionen, weil Frauen die Missionen laut UN erfolgreicher machen, beispielsweise indem sie eher das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen. Die Barriers-Studie des BMVG untersucht, warum der Frauenanteil seitens der Bundeswehr nur langsam wächst, benennt gleich ein ganzes Dutzend an Gründen: zu wenig Vorbilder, zu wenig Informationen, zu wenig Erfahrungsaustausch. Dann die langen Abwesenheiten vom privaten Umfeld. Besonders hängen geblieben aber ist mir dabei, dass viele Studienteilnehmerinnen berichten, dass Soldatinnen sich immer erst einmal gegenüber Kameraden wie Vorgesetzten beweisen müssten und ihnen im Einsatz häufig Geschlechtsstereotype, Sonderaufgaben im sozialen oder fürsorglichen Bereich zugewiesen würden. Anerkennung erfordert Mut. Mut, dem oder der anderen etwas zuzutrauen, auch wenn es ernst wird. Mut insbesondere dann, wenn es an positiven Vorerfahrungen fehlt. Damit noch einmal zurück zur vorhin zitierten Frau Fähnrich, die berichtet, ich zitiere: Mir wurde dann später gesagt, dass in den Karrierecentern teils Leute vorm Ende ihrer Dienstzeit abgestellt werden. Ich finde, da sollten wirklich nur gute Leute sitzen. Offenbar lag der Offizier auch falsch. Eine Woche nach der Bewerbung hatte ich die Zusage für das Auswahlverfahren in Köln. Zitat Ende. Es geht also doch voran. Nur eben langsam. Und zu einem großen Teil auch dank der Beharrlichkeit der Frauen, die trotz allem Teil der Truppe sein wollen, ihnen gilt mein ausgesprochener und größter Respekt. Zugleich bleibt die Erkenntnis: Anerkennung will geübt sein. Sie ist Teil der Persönlichkeitsbildung, die die Bundeswehr leisten muss und bei der wir als Militärseelsorge sie verlässlich unterstützen wollen. Ich wünsche uns heute Abend und darüber hinaus gute Gespräche und viel Tatkraft für die gemeinsame Arbeit an und in einer mitmenschlichen Bundeswehr, die Vielfalt als Bereicherung anerkennt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Herr Dr. Fellmeck, vielen Dank für die Einführung. Ich bin Julia Weigelt, ich bin Fachjournalistin für Sicherheitspolitik und darf heute Abend durch den Abend mit Ihnen führen und die Veranstaltung moderieren. Schön, dass Sie alle da sind hier im Haus der EKD am Berliner Gendarmenmarkt, und auch herzlich willkommen im Livestream. Wir streamen die Veranstaltung, deswegen schaue ich immer mal so in diese Richtung, ist die Kamera.
Schön, dass Sie zu Hause auch zuschauen. Wir wissen von einigen Zuschauenden und Sie können sich beteiligen, hier im Saal und auch online über die Beteiligungsplattform Slido. Da haben wir für Sie was freigeschaltet. Sie können auch, wenn Sie wollen, mal Ihr Telefon rausholen und auf die Homepage gehen, slido.com oder auch den QR-Code abscannen. Und wir geben Ihnen gleich mal eine Einführung, wie das geht. Eine ganz kurze, auch für Sie zu Hause. So, alle abfotografiert, sehr gut. Wenn Sie sich auf die Homepage begeben, dann können Sie eingeben den Code EAS22 in dieses blaue Feld. Und das war's schon. Schon sind Sie dabei und können anonym Ihre Fragen stellen. Hier im Raum, auch zu Hause. Sie können auch Ihren Namen dazu schreiben. Sie können schreiben Soldatin, Soldat oder einfach anonym. Und kommen dann auf dieses Fenster mit Fragen und Antworten. Da tauchen Ihre Fragen auf. Und Sie können auch mal schauen, welche Fragen haben denn so die anderen Zuschauer gestellt und können diese Fragen dann auch raten. Wenn Sie sagen, diese Frage gefällt mir ganz besonders, die finde ich super spannend, die sollten wir am Ende unbedingt besprechen, können Sie mit so einem Daumen hoch dann die Frage raten. Und wenn dann 50 Leute sagen, die Frage wollen wir besprechen, dann werden wir die mit Sicherheit am Ende besprechen. Also Sie können auch schon gerne während der Veranstaltung Fragen eingeben, auch zu Hause oder auch hier. Und dann haben wir noch ein zweites Feld da oben, das ist das Feld Umfragen, da können Sie mal draufklicken. Da haben wir eine Umfrage für Sie angelegt, die heißt: Erhalten Soldatinnen in der Bundeswehr für die gleiche Leistung die gleiche Anerkennung? Und da lade ich Sie ein, sich zu beteiligen. Ja, nein, wie sehen Sie das momentan? Wir werden nach der Veranstaltung die gleiche Frage nochmal stellen. Vielleicht hat sich da was verändert, vielleicht auch nicht. Machen Sie gerne mit. Wir lassen das noch einen Moment laufen und in der Zeit haben wir eine kurze Einführung von Dr. Gerhard Kümmel. Herr Kümmel, Sie können gerne mit Ihrem Mikro hier nach vorne kommen. Dr. Kümmel ist Leiter des Projektbereichs Innere Führung, Ethik und Militärseelsorge am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Herr Kümmel, Sie forschen ja schon seit den 2000ern über Frauen in den Streitkräften. Was sind denn so Ihre wichtigsten Erkenntnisse? Na, die wichtigste Erkenntnis oder die wichtigste Message unserer Studien ist eigentlich die, dass die Integration von Frauen in die Streitkräfte, von den Streitkräften, von der Organisation als eine Art Daueraufgabe angesehen werden muss, die also permanenter Überwachung und vielleicht auch steuernden Eingriffen bedarf. Jetzt könnte man sagen, naja, Frauen ist eine spezifische Personengruppe innerhalb der Bundeswehr und als solche sind sie Teil des sozialen Gefüges der Bundeswehr. Also muss die Bundeswehr als Institution immer darauf gucken, wie ist das Betriebsklima. Wenn das Betriebsklima gut ist, dann ist die Performance der Streitkräfte eben auch gut, also hat das positive Auswirkungen auf die Effizienz der Streitkräfte. Nun ist aber die Gruppe der Frauen eine besondere Gruppe, einfach aufgrund der Tatsache, dass Geschlechterrollen sich im Laufe der Zeit nur sehr schwer verändern lassen und dass sie auch nicht gefeit sind vor Rückschritten. Das heißt, Geschlechtsrollenvorstellungen können auch wieder in alte Muster zurückfallen. Und das ist etwas, was wir derzeit in der Corona-Pandemie durchaus beobachten können. Da gibt es soziologische Untersuchungen dahingehend, dass aufgrund der Rückwirkungen von Corona tatsächlich Frauen in klassische Bereiche wieder zurückgedrängt worden sind und vermehrt in Familienarbeit tätig werden. Und von daher ist tatsächlich auch die Aufmerksamkeit, die Frauen in den Streitkräften zugeordnet werden muss, extrem wichtig. Also die wichtigste Lektion ist eigentlich, es bedarf permanenter Kontrolle und auch steuernden Eingriffen. Also es funktioniert nicht von alleine. Welche Ergebnisse haben Sie denn überrascht in Ihrer Arbeit? Also wir haben in unseren Untersuchungen festgestellt, dass sich die Vorbehalte gegen Frauen aus verschiedenen Quellen speisen. Es sind einerseits sehr traditionelle Vorstellungen, was Geschlechterrollen angeht und was die Rolle von Mann und Frau in der Gesellschaft angeht. Es sind andererseits aber auch das, was moderne sexistische Einstellungen genannt wird. Das heißt, Frauen werden in den Streitkräften auch als Konkurrenz um knappe Ressourcen und um knappe Arbeitsplätze wahrgenommen. Und das ist insofern interessant, weil die Gruppe, die am meisten in den 2000ern schon mit Frauen zu tun hatte, nämlich die Sanität,
tatsächlich die höchsten Vorbehalte hatte gegen die Integration von Frauen in die Streitkräfte. Und das hat uns sehr, sehr überrascht, weil die sozialpsychologische Kontakthypothese eigentlich sagt, in dem Augenblick, wo sich so gesehen Gruppen aneinander annähern, dann führt der Kontakt dazu, dass die Integration läuft. Aber hier ist es genau andersrum. Der Kontakt war dort wesentlich stärker als in anderen Bereichen der Bundeswehr. Und dennoch waren die Vorbehalte in der Sanität sehr groß. Aber es hat dafür auch materielle Gründe gegeben. Das war zum Beispiel der Fakt, dass Frauen vom Dienst an der Waffe ausgenommen waren und deswegen zum Beispiel den Wachdienst nicht machen durften. Und dass Frauen in der Sanität, das ist der zweite Grund, oft als Quereinsteiger gekommen sind und von daher sehr schnell in höhere Positionen vorgekommen sind. Und das hat dann eben für Unmut gesorgt. Insofern war das also tatsächlich ein Ergebnis, was uns überrascht hat. Zum Schluss nochmal, was haben Sie denn dazu herausgefunden, inwieweit Soldatinnen dann die gleiche Anerkennung für die gleiche Leistung bekommen? Das ist ja so ein Schwerpunkt, den wir heute Abend besprechen. Letzten Endes ist das immer eine Frage, wem Sie diese Frage stellen. Die Institution Bundeswehr wird sagen, wir tun alles, um Frauen die gleiche Anerkennung zu gewähren und zukommen zu lassen, wie auch den Männern. Viele Frauen sagen, wenn wir sie interviewen oder in den Fragebögen, die wir verteilt haben, ja, wir müssen aber eigentlich 150% Leistung bringen, um anerkannt zu werden. Und wenn sie Männer fragen, dann sagen sie oft, na, die Frau hat den Posten bekommen, weil sie eine Frau ist und ich bin hinten runtergefallen. Also so gesehen der Eindruck der Männer, dass mittlerweile eigentlich sie das diskriminierte Geschlecht sind. Von daher ist es also wirklich eine Frage, wen sie fragen. Insgesamt muss man sagen, dass die Bundeswehr tatsächlich bemüht ist, Anerkennungsfragen so gesehen gerecht zu verteilen und gerecht zu behandeln. Aber Sie sehen von den persönlichen, subjektiven Eindrücken her, da muss auch noch einiges passieren. Vielen Dank, Herr Dr. Kümmel. Das nehmen wir jetzt mit in die Podiumsdiskussion, diese Einführung. Wir haben gehört, sowas wie Geschlechterrollen, Geschlechterrollenvorstellungen, Benachteiligung scheinbare, werden dazu auch noch ein paar Fragen hören und ein paar Antworten, ein paar Zahlen in Sachen zum Beispiel Übernahme zum Berufssoldat. Und ich stelle Ihnen jetzt erstmal vor, wen wir hier auf dem Podium sitzen haben. Sie kennen sie wahrscheinlich alle, Frau Dr. Eva Högel, die Werbeauftragte des Deutschen Bundestages. Daneben sitzt die Abteilungsdirektorin Claudia Paul, die Leiterin des Stabselements für Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion am Verteidigungsministerium. Dann haben wir noch die evangelische Militärpfarrerin Ute Ravens hier aus Nienburg. Herzlich willkommen. Danke. Und Hauptbootsmann Yvonne Köhler. Alleinerziehende Soldatin mit Einsatzerfahrung. Ja. Die amerikanische Theologin Frederica Matthews Green hat mal einen schönen Satz gesagt: Everybody wants to transform, but nobody wants to change. Den fand ich ganz gut. Wandel ist ja heute unser Thema. Wir haben schon gehört, die Entwicklung 20 Jahre ist eigentlich nicht so eine lange Zeit, wenn man sich anschaut von wo wir vor 20 Jahren waren. Frauen war es per Grundgesetz verboten, den Dienst an der Waffe zu tun. Sie mussten sich ihren Weg einklagen über den Europäischen Gerichtshof. Bis jetzt, wo wir zumindest laut BMVG gleiche Chancen haben sollen, Frauen und Männer, Soldatinnen und Soldaten. Ich habe in der Vorbereitung mit einigen Soldaten und Soldatinnen gesprochen und habe da festgestellt, es gibt ein sehr heterogenes Bild. Vor allen Dingen Soldaten haben mir gesagt, was ist das eigentlich für ein Quatschthema? Das brauchen wir überhaupt nicht. Nirgendwo ist Chancengerechtigkeit höher als in der Bundeswehr. Jeder Oberleutnant kriegt A10, männlich-weiblich. Und hier zählen nur Eignung, Leistung, Befähigung. So haben mir ziemlich viele gesagt. Als ich mit Soldatinnen gesprochen habe, haben die gesagt, naja, was wir eben schon von Dr. Kümmel gehört haben, wir müssen hier 150% leisten, um akzeptiert zu werden. Es gibt diese unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe, also diese unterschiedlichen Geschlechternormen. Und ich habe Ihnen mal ein Modell mitgebracht. Das ist das einzige Chart, versprochen. Das ist das transtheoretische Modell, Stages of Change. Wir haben ja einige Führungskräfte hier auch sitzen, das ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Es geht darum, so einen Wandel mal in verschiedene Phasen zu bringen. Und nur mal diese Sachen, die unter diesen blauen Dreiecken stehen. Das ist quasi die Phase der Absichtslosigkeit. Ne, da habe ich in der Vorbereitung gemerkt, es gibt einige, vielleicht auch bei Ihnen zu Hause oder hier im Raum, die sagen, ist kein Problem, warum sprechen wir da überhaupt drüber? Und andere, die sagen, doch, es ist eine Herausforderung, wir müssen hier noch was tun, die sich vielleicht eher in diesem Vorbereitungs- oder Handlungsfeld befinden. Und ich möchte sie ein Stück weit alle abholen und deswegen in der ersten Phase nochmal
zum Thema Sachstand sprechen. Frau Högel, Sie haben Ihren aktuellen Jahresbericht vorgelegt und da gibt es einen Schwerpunkt zum Thema Frauen in der Bundeswehr. Was sind denn da die Kernaussagen zum Thema Chancengerechtigkeit und Anerkennung? Ja, erstmal einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin heute Abend sehr gerne hier und diskutiere gerne mit Ihnen über das Thema. Ich habe das Thema Frauen zu einem der Schwerpunkte im Jahresbericht gemacht. Ich hatte drei Schwerpunkte: Corona, Ende des Afghanistan-Einsatzes und Frauen. Das erschließt sich, Jahresbericht 2021, 20 Jahre Frauen in allen Teilen der Streitkräfte. Und deswegen dachte ich, das sei auch ein Schwerpunkt im Jahresbericht. Und das ist natürlich auch dann immer eine Nennung von Zahlen. Ich habe jetzt die Zahlen nochmal angeglichen. Lieber Herr Dr. Fellenberg, wir sind 85 mehr Frauen. Wir haben mittlerweile 23.691 und das sind genau 12,90%. Also mühsam geht es voran. Das heißt, ich liste natürlich erstmal auf, wo stehen Frauen in der Bundeswehr. Zahlen spielen da eine große Rolle, um das auch zu verdeutlichen. Und das andere ist natürlich auch, was gibt es für Vorschläge oder was ist zu tun? Sie haben jetzt über Wandel gesprochen und während Sie über Wandel gesprochen haben, habe ich mich gefragt, wer muss sich eigentlich verändern? Doch wahrscheinlich nicht die Frauen, sondern die Gesamtorganisation Bundeswehr mit all denjenigen, die dort Dienst tun. Und es gibt keine leichten Rezepte dafür, was müssen wir für Frauen tun, sondern ich bin auch ganz gespannt, was heute Abend für Ergebnisse kommen. Aber ich finde eins ganz besonders wichtig und das habe ich auch im Jahresbericht nochmal hervorgehoben, das ist nicht neu, wir müssen mehr werden. Es braucht mehr Frauen in der Bundeswehr. Das ist kein Selbstzweck, sondern eine Organisation ist immer dann viel besser und es macht allen Beteiligten auch viel mehr Freude, wenn sie gemischt ist, wenn sie bunt und vielfältig ist und dazu gehört eben auch Geschlechtervielfalt. Wir dürfen bei 12,90% nicht stehen bleiben. Wir sehen aber, dass es in den letzten Jahren stagniert. Ja? Wir sind ungefähr immer gleich in den letzten Jahren und es gibt ja auch Forschung, die sagt, ungefähr bei 30% fängt es an, dass eine Organisation sich relevant verändert, wenn verschiedene Geschlechter oder verschiedene Hintergründe zusammenkommen. Und wir brauchen gar keine Quotendiskussion zu führen, weil wir die Quoten nämlich im Gesetz haben. Das ist wunderbar. Ja? Das heißt, wir müssen jetzt darüber gar nicht sprechen. Wir haben eine Zielmarke von 15%, die haben wir noch nicht erreicht. 15% ohne Sanität, in der Sanität 50%, da sind wir fast dran, 45+, da sind wir auf gutem Weg. Und wir müssen also mehr werden. Und das andere ist, es braucht auch mehr Frauen in Führungspositionen, definitiv. Wir brauchen mehr Frauen, die als Vorbilder in Betracht kommen, mehr Frauen, die Vorgesetzte sind, mehr Frauen, die andere Frauen auch gut in den Blick haben, weil auch das eine ganz wesentliche Komponente ist. Und trotzdem sage ich bei diesen mehr Frauen in Führungspositionen, das habe ich sehr doll wahrgenommen. Ich bin jetzt seit 2 Jahren Wehrbeauftragte. Frauen wollen Respekt, sie wollen Anerkennung, sie wollen Seite an Seite, das ist das, was ich geschildert bekomme, Seite an Seite mit ihren männlichen Kameraden Dienst tun. Sie wollen aber keine Sonderbehandlung. Das werfe ich heute Abend hier auch mal so in den Raum, weswegen ich bei dem Thema Führungskräfte deutlich dafür werbe, Schritt für Schritt den Weg zu machen, aber Frauen zu unterstützen, zu fordern, in den Blick zu haben, ihnen auch Chancen zu eröffnen, Führungspositionen zu übernehmen. Aber ich bin dagegen, irgendwelche Seitenwege zu eröffnen. Ich glaube, dass das den Frauen und allen in der Bundeswehr nicht besonders gut tät, sondern Schritt für Schritt. Die Bundeswehr ist nun mal hierarchisch aufgebaut und hat auch besondere Karrierewege vorgesehen. Und jetzt kommt ein Aber von mir, aber wir müssen vielleicht über diese Karrierewege auch nochmal nachdenken, ob alle Pflichttore zu den vorgesehenen Zeiten nicht doch auch schwierig sind für Frauen, ob es Rahmenbedingungen braucht, in denen Frauen mehr motiviert werden, auch Führungspositionen zu übernehmen oder überhaupt zur Bundeswehr zu gehen. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir miteinander entwickeln sollten, um diese beiden Ziele, die ich jetzt mal formuliere, die ich jedenfalls habe als Wehrbeauftragte, mehr Frauen zur Bundeswehr zu bringen und mehr Frauen in Führungspositionen. Vielen Dank. Frau Paul, ich habe als Journalistin einen journalistischen Beitrag zu diesem Thema gemacht und habe da vor einigen Monaten interviewt Leutnant zur See Nariman Hamouti. Die hat mir von einer Geschichte erzählt, das ist eine Tochter marokkanischer Eltern, die war auf einem Bundeswehrempfang, also öffentliche Veranstaltungen, ist da auf einem Weg zum Tisch, zu ihrem Tisch an einer Gruppe von Stabsoffizieren vorbeigelaufen. Die haben sie eingeladen, trinken Sie doch mal hier Alkohol mit uns. Das hat sie abgelehnt. Und dann hat ein Fregattenkapitän zu ihr gesagt,
Sie sind doch nur Berufssoldat geworden, weil Sie eine Frau sind, Migrationshintergrund haben und Muslima sind. Wenn Sie jetzt noch eine Lesbe wären, würden Sie perfekt ins Beuteschema der Ministerin passen. Puh. Was sagt das über Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion aus, wenn Führungskräfte nicht nur so eine Meinung haben, sondern sich auch noch sicher genug fühlen, die in der Öffentlichkeit bezeugt von anderen Führungskräften so zu äußern? Ja, Frau Weigelt, also ich möchte auch erstmal herzlich in die Runde grüßen und freue mich auch, dass ich heute Abend hier sein darf für das Stabselement Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion. Und ich kann dazu nur sagen, unser Auftrag ist ja genau das zu untersuchen. Gibt es systemische Karrierehindernisse, gibt es systemische Gründe der Organisation Bundeswehr, die die Frauen von der Karriere ausschließen, von der weiteren Förderung ausschließen? Und Sie haben jetzt hier zitiert im Prinzip eine Einzelmeinung eines Soldaten, und da kann ich so nur sagen, die gibt es bei uns in der Untersuchung nicht. Also systemische Hindernisse darauf, wo wir ausgeleitet sind, die können wir nicht feststellen. Gleichwohl ist es aber so natürlich, dass das Bewusstsein, Sie haben es schon angesprochen, Frau Dr. Högel, dass das Bewusstsein weiter im Hinblick auf die Frauen geschärft werden muss, im Hinblick auf die Vorgesetzten geschärft werden muss. Das ist die Gruppe, die hier die Verantwortung trägt. Und ich würde eine solche einzelne Äußerung zum Anlass nehmen, schon hier an den Vorgesetzten zu appellieren und da entsprechend mal nachzuhaken, was da los ist, oder entsprechende Schritte einzuleiten. Bei uns gibt es deshalb ja auch die Ansprechstelle für Diskriminierung und Gewalt in der Bundeswehr, wo wir bei solchen Einzelfällen oder bei Einzelvorgängen, so will ich das mal sagen, dann entsprechend auch mit Rat und Tat zur Seite stehen und uns des Vorgangs annehmen. Frau Rabens, Einzelfälle. Wie schätzen Sie die Chancengerechtigkeit in der Bundeswehr ein? Ja, auch von mir einen schönen guten Abend. Danke, dass ich dabei sein darf. Evangelische Militärpfarrerin aus Nienburg an der Weser. Einzelfälle. Ich habe natürlich sehr viel mit Einzelfällen zu tun. Die Chancengleichheit besteht im Prinzip schon, aber es kommt eben halt immer darauf an, wie man sie wahrnehmen kann. Und da kommt es eben halt auch auf die einzelne Frau drauf an, wie sie zum Beispiel mit so einer Situation umgeht, die Sie also gerade eben geschildert haben, dass man dann als Frau eben halt auch nicht den Mund hält, sondern dann eben halt auch sagt, nein, dagegen tue ich jetzt auch was. Ansonsten Chancengleichheit, man muss immer auch schauen, wie ist meine persönliche Situation, was kann ich selber leisten, wo bekomme ich Unterstützung. Und es ist immer wieder erstaunlich, ich hatte bei einem Frühjahrsempfang letzte Woche auch einen Offizier gefragt, warum es ab einem bestimmten Bereich, also warum Frauen dort nicht mehr so befördert werden oder anzutreffen sind. Und da sagte er, das sind denn die jungen Offizierinnen und wir wissen, die wollen ja vielleicht schwanger werden, Kinder bekommen, und dann geben wir denen lieber nicht diesen Dienstposten, weil dann fallen die ja aus, dann sind die weg und es wird nicht adäquat danach besetzt, sondern wir müssen dann sehen, wie wir diese Lücke auffüllen, wie wir das auffangen. Wenn Sie dazu was sagen können, ich war selber ganz überrascht, dass das eben halt so ist, aber man weiß ja, das mit den Dienstposten ist ja immer keine so einfache Angelegenheit, und das war eben halt ein Argument, was ich jetzt gehört habe, und da habe ich gedacht, das ist mehr als jammerschade, wenn man da sagt, ich habe eine fähige junge Frau, die diesen Dienstposten ausfüllen könnte, aber ich überlege mir das und gebe doch lieber den Dienstposten dem Mann, weil es immer noch in unserer Gesellschaft, nicht nur in der Bundeswehr, sondern oft auch in der Gesellschaft eben halt so ist, dass, ich meine, wir Frauen bekommen die Kinder, das ist völlig klar, aber dass ich dann eben halt erstmal sage, die Frau geht raus und ja. Vielen Dank. Kurze Anmerkung, ich beobachte hier parallel auch die Fragen und Anmerkungen, die Sie hier über Slido stellen. Nariman Amuti hat sich auch beteiligt und sagt, solche Situationen sind keine Einzelmeinungen. Wurde auch von einigen
unterstützt mit einem Daumen hoch, also die da zustimmen. Und dann gibt es auch noch eine Anmerkung hier. Leider muss ich Frau Paul widersprechen, denn dies ist kein Einzelfall. Nach 22 Jahren Dienstzeit kann ich von vielen Vorfällen diesbezüglich sprechen. Darf ich gleich direkt darauf? Ich gebe noch mal eine Frage an Frau Köhler weiter. Sie kommen dann gleich auch noch mal dran. Frau Köhler, was würden Sie denn Kameraden antworten, die sagen, in der Bundeswehr herrscht Chancengerechtigkeit, es zählen einfach nur Eigen- und Leistung, Befähigung? Erstmal möchte ich sagen, danke, dass ich da sein darf. Und ich bin heute hier, weil ich eine Uniform trage und seit 21 Jahren in dieser Armee dienen darf. Ich möchte allen Schwestern, Tanten, Ehefrauen, Kameradinnen und Zivilangestellten dieser Bundeswehr erstmal ein hartes Danke aussprechen für den Job, den sie täglich leisten. So. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie sie vielleicht von vielen wahrgenommen wird. Das ist ein harter Job. Wenn ich am Montagmorgen um 7 Uhr zum Antreten bin, bin ich schon fast kaputt, weil ich mich erstmal finden muss, ob mein Kind einen guten Tag hat oder einen schlechten und ob ich pünktlich zum Antreten komme. Nur ein Beispiel. Das, was eben angesprochen worden ist, möchte ich auch sagen, denn vor 21 Jahren hatten wir keine Vorschrift Vereinbarkeit Familie und Beruf. Da haben wir unsere Kinder mit irgendwie in die Kaserne genommen, da haben wir es auch irgendwie gemacht und da war es cool und anders und wir haben es einfach gemacht. Ich habe keinen Vorgesetzten gefragt, ob das ein bisschen okay geht, ob wir das so machen können und das waren auch keine Einzelfälle. Es sind keine Einzelfälle. Wenn Sie sich mit Frauen in dieser Armee unterhalten möchten, dann sind wir doch mal ehrlich zueinander. Dann sind es Fälle, die Sie betrachten. Und Frauen möchten gehört werden, aber doch bestimmt in einem besonderen Kreis, der auch Worte finden muss dazu. Und viel zu sehr wird es immer noch nicht ausgesprochen, was tatsächlich im Dienst passiert und wie es passiert. Dafür sitze ich heute hier, weil ich es erlebt habe und ich möchte Sie nicht langweilen mit Storys, die jetzt hier zu Mass kommen würden, sondern ich möchte Sie einfach darauf appellieren, an Vorgesetzte, an Untergebene, an Mitsoldatinnen einfach auch Gespräche zu führen, die tiefgründig sind und wichtig in dieser Armee. Und da können wir nicht stehen bleiben. Ich bin für diese Frauenquote. Ich bin für diese Frauenquote, weil ich in der Nachwuchswerbung tätig bin. Das ist mein täglich Brot. Ich bin für Frauen in dieser Armee. Und wir müssen einen langen, harten Weg gehen, um diese Frauen, wie Mütter, Tanten, Schwestern sind, diese zu bestreiten. Da kommen wir aber ja später noch drauf. Und an allem anderen müssen wir natürlich arbeiten. Das ist Arbeit. Das ist nicht Langeweile, das ist Arbeit und das ist anstrengend. Und dafür sind wir da. So. Vielen Dank, Frau Köhler. Ich habe mir einen Sidekick eingeladen für heute, und zwar ist das Merle Schröer. Theologin und Instagram-Beauftragte der evangelischen Militärseelsorge. Sie sind ja ständig im Austausch mit Soldatinnen und Soldaten und haben jetzt auf ihrem Kanal oder auf dem Kanal der evangelischen Militärseelsorge auch Umfragen dazu gepostet zu dem Thema Anerkennung von Frauen. Welche Ergebnisse kamen denn da so? Ja, hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Ich nehme mein Dienstgerät mal kurz in die Hand, damit ich das auch richtig zitiere. Und zwar war die Umfrage, was hast du als Soldatin schon erlebt? Und es gab 4 Auswahlmöglichkeiten, wovon eine nur möglich ist. Ich benenne die kurz. Sexistische Witze anmachen, und damit meinen wir sexualisierte anmachen. Leistung wird in Frage gestellt und Familiensituation wird nicht berücksichtigt. Zusätzlich gab es darunter auch noch ein Feld, irgendwas, was ich nicht aufgelistet habe. Tatsächlich wurde sehr gut daran teilgenommen. Sexistische Witze stimmen 35% der Frauen zu, anmachen 24%. Leistung wird in Frage gestellt, auch 24%. Und Familiensituation wird nicht berücksichtigt, 17%. Könnte man sagen, vielleicht vorhersehbar, aber ich erzähle Ihnen das Nicht-Vorhersehbare. In dem Feld darunter haben mir über 15 Frauen geschrieben, ich kann nichts auswählen, denn ich habe alles erlebt. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie erleben im Gespräch mit Soldatinnen so 2 Extreme. Was sind das für Extreme? Einmal, was wir schon angesprochen haben, ist, dass ich muss 150% leisten. 100% reicht es nicht, sondern ich muss mich beweisen, dass ich als Frau hier hingehöre und nicht als Prinzessin oder ähnliches abgestempelt werde. Vor allen Dingen, wenn ich dann vielleicht auch noch alleinerziehend bin und durch Corona mein Kind
nicht in die Kita kann und ich folge dessen de facto laut meiner zumeist männlichen Kollegen gar nichts mehr leiste. Als zweite Sache, und das nehme ich sehr deutlich wahr, denn das ist was, was bei mir immer wieder auf den Tisch kommt, wenn Sie über Instagram mit mir schreiben, ist, dass ich merke, dass Frauen, junge Frauen sagen, nee, ich habe gar kein Problem in der Truppe. Und dann sage ich, huch, ich habe aber andere Sachen gehört. Und ich höre dann raus, naja, in den ersten 3 Tagen musste ich mich beweisen, ich musste zeigen, dass ich keine Prinzessin bin und auch keine Zicke und jetzt lache ich einfach, wenn die ihre Schovi-Witze machen. Das ist für mich nicht Gleichberechtigung, zumindest nicht, solange die Frauen nicht auch Schovi-Witze machen. Und was ich noch viel schlimmer finde, das, was sich daraus entwickelt. Also es ist wie ein Schutzpanzer, den diese jungen Soldatinnen um sich legen, um in die Truppe reinzupassen. Und es geht so weit, dass dieser Schutzpanzer, diese weiche Seite, die vielleicht auch versteckt wirkt, diese Verletzbarkeit, so weit in den Hintergrund rückt, dass das genau im Privaten zu Problemen führt. Und das kriegen wir in der Seelsorge mit. Ich kann mit meinem Partner nicht sprechen, der sagt, ich komme überhaupt nicht an einen mehr ran. Also dieser Schutzpanzer, den können viele Soldatinnen irgendwann auch im Privaten gar nicht mehr ablegen. Danke, Frau Schreuer, für den Einblick. Und Sie können ja dann gerne Ihrem Kanal folgen auf Instagram, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, für weitere Infos aus dieser Richtung. Ich habe zum Thema auch interviewt eine Professorin für Organisations- und Militärsoziologie, Frau Maja Apelt. Ihr Fazit ist, also sie hat sich mit Gleichstellungsbeauftragten der Bundeswehr hat die interviewt. Und ihr Fazit ist, die Themen, über die sich die Soldatinnen beschweren, haben sich in 15 Jahren kaum verändert. Und es seien vor allen Dingen 3 Aspekte, schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mangelnde Anerkennung und sexuelle Belästigung. Und sie sagt, Probleme könnten mit Einrichtungen neuer Beschwerdestellen nicht komplett gelöst werden, weil die Sorge der Betroffenen sei, wenn ich mich dahin wende, macht es meine Situation noch schlimmer am Ende in meiner Einheit. Frau Paul, was tun Sie denn dafür, dass betroffene Soldatinnen in ihren Einheiten nach einer Beschwerde bei Ihnen dann nicht noch mehr ausgegrenzt werden? Also zunächst einmal ist diese Beschwerde ja erstmal grundsätzlich anonym möglich und es erfolgt die Behandlung dieser Beschwerde auch bei uns bei der Ansprechstelle sehr sensibel und immer im Einvernehmen mit der Petentin, jetzt in diesem Fall einer Frau. Und wenn da Diskriminierungsgründe zutage treten, die mit dem Geschlecht zu tun haben, dann kann natürlich die Petentin genau mitentscheiden, wie gehen wir weiter vor, holen wir den Vorgesetzten ins Boot oder wie verfahren wir weiter. Oftmals haben wir die Erfahrung gemacht, reicht es auch schon zu begleiten dabei und entsprechend mit einem Netzwerk letztlich dann den Fall aufzurollen. Das kann ich jetzt zu diesem Fall sagen. Ich muss aber dazu auch nochmal Ihrem Einwand eben formulieren. Es ist ja immer die Frage, wann befinden wir uns schon bei einer systemseitigen Diskriminierung und wann befinden wir uns noch bei entsprechenden Maßnahmen, die dazu dienen, die Frauen weiter zu integrieren. Ja, und da ist das Stabselement natürlich so aufgesetzt, dass wir Untersuchungen in jede Richtung anstellen, also Analysen zu den Beurteilungen, zu den Potenzialausschöpfungen, dass wir auch gerade gegen diese Bias, diese Unconscious Bias vorgehen und in den Führungskräftelehrgängen bei den Vorgesetzten ständig präsent sind und Vorträge halten, die dieses Thema auch zum Gegenstand haben. Ich glaube, die Sensibilisierung ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um letztlich, ich möchte das nicht eben als Einzelfall gewichtet haben, aber um letztlich die jeweiligen persönlichen Fälle auch aufrollen zu können und da entsprechend entgegenzuwirken. Das ist unsere Aufgabe und wie Sie schon gesagt haben, wie die Wehrbeauftragte es auch gesagt hat, natürlich ein ganz, ganz großer Aspekt ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wie sich da dann entsprechend natürlich die Karrieremodelle dran entlangkommen. Frau Högel, bevor Sie reagieren, ich gebe Ihnen noch einen Aspekt mit. Ich würde gerne zum zweiten Teil kommen, der Handlungsmotivation. Wir haben jetzt gehört, also ich nehme aus dem Gehörten mit, es gibt einen Bedarf. Ich höre, dass es nicht nur Einzelfälle sind, die hier besprochen werden. Das sind auch, das lese ich auch in den Kommentaren, die ich hier über Slido bekomme.
Teil 2, Handlungsmotivation. Wenn Gleichstellungsbeauftragte seit 15 Jahren dieselben Themen beklagen, könnte man ja die These formulieren, dass die Handlungsmotivation da, systemisch dem entgegenzuwirken, bei der politischen und militärischen Führung nicht groß genug ist. Jetzt kommt ein weiterer Punkt dazu, und zwar der Punkt Personalmangel. Ein Fünftel der Dienstposten oberhalb der Mannschaften ist unbesetzt, über 20.000. Und das beste Gerät nützt einfach nichts, wenn zu wenig Soldatinnen da sind, die es am Ende benutzen können. Die Bundeswehr muss also ein attraktiverer Arbeitgeber auch für Frauen werden. Ist denn die Dringlichkeit in der politischen und militärischen Führung mittlerweile angekommen, was das Thema Chancengerechtigkeit auch in Bezug auf Personalmangel hat? Ich denke schon, vielleicht nicht bei jedem und jeder im gleichen Ausmaß. Mit der Antwort kann man jetzt ehrlich gesagt nicht allzu viel anfangen, aber die Bundeswehr ist eine große Organisation, sie ist bunt und vielfältig. Ich treffe viele Soldatinnen und Soldaten, die das Thema sehr engagiert angehen, die Vorschläge machen, was man verbessern muss, die Ideen haben, die sich auch verbinden und das miteinander austauschen. Aber natürlich hat so eine große Organisation, und die anwesenden oder zuhörenden Männer mögen das verzeihen, aber sie ist auch noch ein Männerladen, die Bundeswehr, und sie tut sich natürlich schwer, auch nach 20 Jahren Frauen in allen Bereichen der Streitkräfte, das als ihr Thema auch anzunehmen, Gleichstellung, Gleichberechtigung von Frauen, das engagiert voranzutreiben. Das gilt jetzt nicht für alle, weil ich treffe viele, die da engagiert seit an seit mit Frauen auch mitmachen, um das zu befördern. Aber vor dem Hintergrund, das haben Sie, Frau Weigelt, angesprochen, die Bundeswehr soll aufwachsen auf 203.000 Soldatinnen und Soldaten bis 2021. Wir haben jetzt eine ganz schlimme, ganz besondere Situation mit dem entsetzlichen Krieg. Das heißt, die Bundeswehr steht auch vor gewaltigen Veränderungen. Und das geht nur mit Frauen. Und deswegen müssen wir auch ganz deutlich machen, Frauen sind bei der Bundeswehr nicht nur willkommen und sind nicht nur Einzelne, die wir auch sehr plakativ dann darstellen können, sondern diese Bundeswehr muss auch getragen werden von Frauen. Und Frauen müssen in ihr sich wohlfühlen, den gleichen Respekt haben und ihre Themen auch einbringen. Und vielleicht darf ich die Gelegenheit wahrnehmen, ganz kurz dafür zu werben, dass man auch mich einschalten kann. Ich weiß, das ist auch nicht überall gleichermaßen beliebt und gern gesehen, aber das ist ein gutes Recht jeder Soldatin, ich spreche jetzt mal explizit die Frauen an, sich an mich zu wenden und ihren Fall, so wie das eben da geschildert wurde, mir auch zu schildern. Und ich werbe in dem Fall auch dafür, das zu tun, denn ich kann auf der Basis von solchen Fällen, und sie sind ja zum Teil sehr krass, natürlich auch systemische Ungleichbehandlung oder systemische Schwierigkeiten auch identifizieren und dann mit meinem Jahresbericht oder mit öffentlichen Äußerungen oder mit strengen Gesprächen mit Vorgesetzten möglicherweise auch dazu beitragen, dass sich etwas verändert. Also ich darf alle Frauen, die sowas erlebt haben, auffordern, mich auch einzuschalten. Dafür gibt es dieses Amt und wir bearbeiten 4.000 Fälle im Jahr und wir tun das gerne auch für Frauen. Und die zweite Wehrbeauftragte, die weiblich ist in der Geschichte des Amtes, hat auch einen besonderen Blick auf die weiblichen Soldatinnen. Vielen Dank. Noch einmal eine Frage an Frau Paul. Wir hatten ja vorhin das Thema, Herr Kümmel hat das mit seiner Umfrage oder seiner Studie, seiner Analyse gesagt, dass einige Soldaten den Eindruck haben, dass Frauen bevorzugt werden. Jetzt sagen zumindest die Zahlen, was die Übernahme zu Berufssoldaten angeht, was anderes, nämlich 18% aller Soldatinnen werden Berufssoldaten. Und 32% aller Soldaten, also da gibt es eine überproportionale Bevorzugung von Soldaten. Kann die Bundeswehr sich das leisten, so viele Talente zu verlieren an der Stelle? Nein, natürlich nicht. Also das ist ja gerade unser Ansinnen, auch da wieder. Es geht nicht nur darum, ein inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen, und das ist schon aus gesetzlichen, aus Erwägungen des Grundgesetzes, des Soldatinnen-Soldaten-Gleichstellungsgesetzes der Fall, dass wir das tun müssen, dass wir das etablieren müssen. Es geht natürlich auch darum, wie wir die Potenziale, die der Arbeitsmarkt bietet, wie wir denen attraktive Arbeitsbedingungen hier bei der Bundeswehr bieten können. Und das kann nur so sein, dass sich jeder wohlfühlt. Und selbstverständlich ist das so, dass alle Dimensionen der Vielfalt, auch dass die Dimension Geschlecht, also auch die Frauen, genauso wie alle anderen Bewerber, Bewerberinnen hier bei der Bundeswehr angenommen werden müssen und entsprechend auch das gewichtet werden muss. Aber unsere Aufgabe ist dann eben zu hinterfragen, woran könnte es denn liegen? Oder gibt es eine systemseitige Benachteiligung, beispielsweise bei der Übernahme jetzt zum Berufssoldat?
Und davon kann ich jetzt so hier nicht berichten. Vielen Dank. Frau Rabens, ich habe mir in der Vorbereitung noch mal eine Studie durchgelesen vom MIT, von der MIT Sloan Management Review, also Massachusetts Institute of Technology. Die haben eine Studie zur Great Resignation gemacht. Also, falls Sie davon noch nicht gehört haben, zwischen April und September 2021 haben in den USA mehr als 24 Millionen amerikanische Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz gekündigt. Das ist ein neuer Rekord. Und das MIT hat jetzt geforscht, was sind denn eigentlich die Gründe, warum Menschen kündigen? Und die haben herausgefunden, Platz 1, über 10-mal wichtiger als Gehalt, ist toxische Unternehmenskultur. 10-mal wichtiger als Gehalt, um eine Fluktuationsrate eines Unternehmens vorherzusagen. Toxische Unternehmenskultur wird hier definiert bei Versäumnisse bei der Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration und Mitarbeiter, die sich nicht respektiert fühlen. Das sind zwei Punkte. Macht Sie die Studie im Hinblick auf die Bundeswehr besorgt oder hoffnungsvoll oder beides? All in. Naja, hoffnungsvoll in dem Maße, weil ich wirklich denke, ne? Also der Fortschritt ist eine Schnecke, aber man muss immer dranbleiben. Resignativ auch, weil ich wirklich auch in Einzelfällen immer wieder erlebe, wie lange es dauert, dass sich bestimmte Dinge verändern. Wie lange Bundeswehr ist immer noch, ne, sagten Sie ja auch, Männer dominiert. Es gibt Soldatinnen, die mir erzählen, es ist ein neuer Kommandeur gekommen, jünger als der andere, da hat sich ein bisschen was verändert. Da werde ich als alleinerziehende Mutter anders wahrgenommen, anders auch ernst genommen. Aber auch, dass wir letztes Jahr, also ich kann ja, wie gesagt, also nur von Einzelfällen immer berichten, dass wir letztes Jahr eine fantastische junge Frau verloren haben, die also FWDLer bei uns gewesen ist. Freiwillige Wehrdienstleistende. Ja, Entschuldigung, ja, freiwillige Wehrdienstleistende, die es mit Sicherheit ganz, ganz weit gebracht hätte. Die jetzt aber nicht so jemand war, die sagte so, ich habe hier die typischen, ne, sage ich mal, männlichen Eigenschaften, ne? Also um es mit den Panzergrenadieren zu sagen, nicht dran, drauf, drüber, sondern eher anders, aber absolut eine Topfrau. Die war in ihrer Truppe, ja, respektiert, aber ja, das kleine Mäuschen mehr so ein bisschen. Und das ging in Richtung Mobbing und die hat sich irgendwann gesagt, als es dann, ne, also sie kam dann auch zu mir und sagte, jetzt sind Sätze gefallen, die das fast zum Überlaufen gebracht haben, ich gehe raus aus der Bundeswehr. Sie hätte natürlich die Möglichkeit gehabt, sich an Frau Dr. Högel oder auch an Sie, Frau Paul, ja, zu wenden. Aber das machen dann auch nicht alle, weil die dann irgendwann sagen, nee, dafür bin ich mir dann vielleicht auch ein bisschen zu schade oder ich dafür, ne, ist mir mein Leben zu wertvoll und dann suche ich mir doch lieber was anderes. Und das stimmt mich dann resignativ. Das würde dann der Studie entsprechen, dass Menschen, die sich nicht willkommen fühlen in der Organisation, genau, dann vielleicht mit den Füßen abstimmen. Frau Köhler, Sie haben schon mehrmals Luft geholt, Sie sind jetzt als Nächstes dran. Ich gebe Ihnen noch einen Punkt mit. Wir wollen jetzt in dieses Stadium kommen der konkreten Vorschläge, ne? Nach der Bestandsaufnahme und nach der Dringlichkeit, die wahrscheinlich klar geworden ist jetzt, wollen wir auch konkret mal mitgeben, was könnten wir denn verändern? Was könnten denn die Entscheidungstragenden, die hier auch vor Ort sitzen, direkt mal umsetzen? Der Frauenanteil wurde schon benannt, ist in den letzten Jahren von 2017 auf 2021 nur um 1 Prozentpunkt gestiegen, also seit 2017. Welche konkreten Änderungen könnten denn Frauen bewegen, dazu zur Truppe zu kommen und dann auch zu bleiben? Haben Sie da einen Vorschlag? Auf jeden Fall, mache ich gleich. Ich muss noch kurz was anderes sagen. Ja, das ist mir hier gerade ein bisschen zu trocken, muss ich mal sagen, weil, weil es einfach meine Sichtweise ist, gehen Sie doch mit mir eine Woche bitte mal in eine Truppe. Das machen wir mal zusammen. Sagen Sie zu Frau Paul oder zu wem? Zu Frau Paul. Ich glaube, dann ändert sich Ihre Meinung vielleicht ein bisschen. Es ist super schön, dass wir solche Ansprechstellen haben. Lob und Anerkennung dafür aus meinem tiefsten Herzen. Keine Frage. Aber wenn Sie einmal das erlebt haben, stehen Sie vorm Spiegel. Schreibe ich jetzt? Nee, ich glaube nicht. Schreibe ich nicht. Schreibe ich der Werbeauftragten keinen Brief? Schreibe ich Ihnen keinen Brief? Weil
ist einfach, halte ich den Druck aus, wenn ich jetzt noch eine Beschwerde schreibe. Na, muss ich ja beim Chef noch antanzen. Und mal kicken, was der da so zu sagt. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Nee, habe ich nicht. Maximal im Fall dessen vertraue ich mich meiner Kameradin an. Die hört mir schön zu. Ja, da kann ich meinen Seelenheil ein bisschen abklemmen. Ist super klasse, aber das bringt uns so alle nicht voran. Sagen wir mal ganz ehrlich. Das ist die, da muss es eine gute Gleib geben. Das wissen wir auch alle. Gleib ist ein Hammerjob. Viele Gleib, die machen. Die Gleichstellungsbeauftragte. Entschuldigung. Sie kennen die Abkürzung wahrscheinlich alle, ich sag's einfach nur. Das ist auch eine tolle Ansprechstelle, aber ich wollte noch kurz zurück. Wann weiß denn eine junge Soldatin, dass es ihre Ansprechstelle gibt? Jetzt mal ganz im Ernst, das wird ein bisschen schwierig. Sie auf jeden Fall, sie hängen an jedem schwarzen Brett, alles Knorke, alles super. Ja. Machen wir auch, aber das wird sonst eine ganz enge Kiste. Jetzt noch mal auf meine Vorschläge, die ich natürlich habe. Natürlich habe ich Vorschläge, wie wir cooler in der Truppe mit Frauen, na klar, ich mache mir jeden Tag darüber Gedanken, that's it. Ich stehe morgens auf und denke mir, das haben wir auch noch nicht gemacht. Können wir jetzt aber machen. Also, ich würde erst mal anfangen. Der erste Weg ist natürlich die Karriereberatung. Da brauchen wir erstmal mehr Frauen. Warum brauchen wir da mehr Frauen? Weil eine Frau, und das kann ich Ihnen erzählen, das erlebe ich tagtäglich in der Truppe, einer Frau knallhart die Wahrheit sagt. In der Beratung. Da kommen wir mal hammerhart auf den Punkt. Da ist die Tür zu, da sprechen wir Tacheles. Und wenn die ihren Vater noch dabei hat, ist mir das egal. Ich mache das trotzdem. Weil ich sie entweder da abhole und sage, das können wir beide schaffen. Und dann begleite ich diese Bewerberin, nicht 4 Wochen, sondern langfristig. Ich habe Damen, die ich begleite, die seit 5 Jahren in dieser Armee sind, die begleite ich und die rufen mich heute noch an, wenn sie Fragen haben. Das sind Frauen. Wir netzwerken uns untereinander. Wir stehen doch dafür da und wir stehen füreinander ein. Also, erster Schritt ist, wir brauchen mehr Karriereberaterinnen, die Frauen beraten. Und zwar tiefgründig, ehrlich und offen. Und dann geht das ganz anders lang. Oder ich verliere sie im Gespräch, weil sie dann sagt, ah, nee, kann ich mir nicht so vorstellen. Und die erste Frage, die dann kommt, ist natürlich Schwangerschaft. Wie ziehe ich mich im Biwak um? Wie kann ich Körperreinigung am Feld machen? Oder ganz andere Fragen, die vielleicht jetzt hier ein bisschen zu tief gehen würden, können wir ja mal unter 4 Augen klären. Ne? Aber das sind Themen, die sind wichtig. So, als nächstes ist wichtig, wenn ich in einer deutschen Grundausbildung bin, da waren Sie doch alle schon mal, da wissen Sie doch, wie das läuft. Kennen Sie Grundausbilderinnen? Mal Hand hoch. Wie viele? Wie viele? Zwei? Eine? Die brauchen wir. Wir brauchen gestandene, ehrliche Mütter, ist mir egal. Frauen. Weil Frauen können mehr leisten, als sie glauben. Ich brauche keinen Ausbilder, wie er auch immer heißen mag, der vorne steht und sagt, oh nee, Rucksack kannst nicht tragen, ah, ist ja blöd, wa? Na, dann unterschreib mal, dass du rausgehst. So ist es doch, sind wir mal knallhart bei der Wahrheit. Das will doch keiner. Wenn eine Frau da vorne stehen wird, ich gehe immer von mir selber aus, alles andere kann ich nicht. Ich würde schauen, Frauen sind viel, viel leistungsfähiger, das sind sie, aber sie brauchen Respekt. Sie brauchen, wie kann ich es am besten erreichen? Das ist Einfühlungsvermögen, da sind wir doch mal ganz ehrlich zueinander. Wir sind keine verweichlichte Armee, wir sind eine familienorientierte Armee, da wollen wir doch stehen. Und das können wir tatsächlich auch nur so leisten. Davon bin ich überzeugt und das sind 2 Wege, die wir tatsächlich vielleicht mal tiefgründig gehen sollten. Bin ich sofort dabei, bei allem. Ne? Mach ich. Vielen Dank. 2 konkrete Vorschläge von Frau Köhler. Frau Högel, klatscht Applaus. Wir haben heute schon, Frau Högel, mehrmals über unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe gesprochen, Geschlechter, unbewusste Geschlechternormen. Die Philosophieprofessorin Kate Mann hat dazu ein Modell entwickelt, das ist das Human Giver Syndrome. Die unterscheidet zwischen Human Beings und Human Givers. Human Beings haben die moralische Verpflichtung, ihr volles Menschsein zu leben und Human Givers haben die moralische Verpflichtung, ihren Körper, ihre Zeit, ihre Energie Human Beings zu geben. Und hübsch, fröhlich, großzügig, ruhig und aufmerksam für die Bedürfnisse anderer zu sein. Ist so ein Modell für Sie plausibel oder gehen das zu weit, was Geschlechterrollen angeht? Also ich muss jetzt erstmal einsteigen in dieses Modell, weil Human Beings sind wir ja alle, ja, also Frauen wie Männer oder sonstige Geschlechter oder wie auch immer. Deswegen ist mir diese Unterscheidung jetzt ein bisschen fremd, um ganz offen davon zu sprechen. Aber das knüpft ja an den unterschiedlichen Rollen. Von diesen Rollen müssen wir natürlich in einer Streitkraft in der Bundeswehr abstrahieren. Ja, also darum geht es ja. Das habe ich ja vorhin auch gemeint, als ich gesagt habe, ich hoffe, ich treffe da auch das, was Sie formulieren. Frauen wollen Seite an Seite ihren Dienst leisten. Und sie brauchen dafür gute Rahmenbedingungen als Frauen, aber sie wollen ihren Dienst leisten. Und da geht es weniger darum, die einen leisten den Dienst für die anderen und die anderen nehmen, also wenn ich diese Unterscheidung nochmal aufgreifen darf, sondern
die verschiedenen Rollen dürfen nicht ungleich verteilt werden zwischen Männern und Frauen. Also wenn es darum geht, wer irgendwas Nahrungsmittelaufnahme vorbereitet, dann geht nicht automatisch der Blick immer zu den Frauen, sondern dann geht er zu allen Geschlechtern. Und ich finde, gerade die Bundeswehr ist doch eine Gelegenheit, von diesen Stereotypen zu abstrahieren, weil Frauen und Männer Seite an Seite im Panzer sitzen, auf einer Fregatte Dienst tun oder in irgendwas, was fliegt oder bei der Sanität oder sonst wo. Darum geht es. Und deswegen sehe ich die Bundeswehr auch als eine Chance, von diesen Geschlechterstereotypen zu abstrahieren. Da werden wir mal konkret, wenn es die jetzt sozusagen gibt und oftmals unbewusst Grundlage für unser Handeln sind, was wäre denn so ein erster Schritt von Führungskräften für mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen, um von diesen Geschlechterrollen wegzukommen? Also sich ganz bewusst zu machen, dass es eben diese Geschlechterstereotypen gibt. Es gibt ja viele Vorgesetzte, die das verneinen, dass es das gibt. Die sagen, ich behandle alle gleich. In Wahrheit haben sie aber einen ganz anderen Blick, je nachdem, welches Geschlecht eine Person hat. Und das sich erstmal bewusst zu machen. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, Führungskräfte auch dahin zu trainieren. Führungskräfte können nicht per se immer alles. Und deswegen ist es gut, wenn man in den Fragen von Geschlechtergerechtigkeit, von Chancengleichheit, Führungskräfte, Männer wie Frauen, gut trainiert und sensibilisiert. Ist mal der erste Schritt, Bewusstsein machen. Und dann das eigene Verhalten hinterfragen und vielleicht auch offen zu sein für kritische Reflexion. Nicht zu sagen, man macht sich unbeliebt, wenn man mal eine kritische Bemerkung bekommt, sondern das geradezu einzufordern als Vorgesetzte, zu sagen, gib mir mal eine kritische Reflexion oder die Gleichstellungsbeauftragten zum Beispiel frühzeitig einzubeziehen, nicht erst, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, zu sagen, oh, hätte ich vielleicht mit der Gleichstellungsbeauftragten reden können, sondern frühzeitig, bevor etwas zur Entscheidung ansteht, die Gleichstellungsbeauftragten, die wunderbar engagiert sind, die kompetent sind, die viel Hilfestellung leisten können und ich behaupte, es geht viel besser, wenn man frühzeitig beteiligt. Aber also da gibt es viele Möglichkeiten, da sehr aufgeschlossen dran zu gehen und sich untereinander auszutauschen. Und vielleicht einen allerletzten Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Alle Vorgesetzten, männlich wie weiblich, müssen Frauen in den Blick nehmen. Ja? Damit meine ich nicht pampern und unterstützen oder an Defiziten sich abarbeiten oder so, die Frauen vermeintlich oder tatsächlich haben, darum geht es nicht, sondern für eine Position auch Frauen in den Blick nehmen und Verantwortung übertragen. Ich glaube, dass Frauen das wollen und ich glaube auch, dass das gut funktioniert, wenn das gemacht wird. Dankeschön. Kann ich noch? Ist mein Mikrofon? Ja. Ich habe da noch mal zwei Gedanken, die mir sehr am Herzen liegen. Und zur Überwindung dieser Geschlechterstereotype. Ja, genau. Also das ist die Gleichstellung und auch die Einsatzorientierung. Wir sind eine Einsatzarmee. Und jetzt müssen Sie sich immer vorstellen, jetzt kommt ja die Mutter aus der Elternzeit, ja, und das ist eine Thematik, die steht dann an der Pier, jetzt muss ich mir entscheiden, bin ich jetzt Seefahrer oder bin ich jetzt Mutter, was bin ich denn jetzt? Und diese Stimme, die in dir sagt, was mache ich denn jetzt? Also, wer kann denn das nachvollziehen? Also, entweder bin ich eine gute, tolle Karrierefrau, die jetzt sagt, oh, von 6 bis 18 Uhr geht es in eine Krippe, katsching, zieh mal durch, fahre ich zur See, habe Anerkennung an der Seefahrt, keine Frage, oder die sagt, nee, also dann entscheide ich mich lieber gegen die Seefahrt, gegen einen Auslandseinsatz. Das müssen wir auch noch mal 5-mal besprechen. Ja. Was ist denn mit den Müttern, die hier in Einsatz gehen? Ja, also das ist ja hier nicht die Riesenmasse an Prozentual, die du da wieder triffst. Aber es ist eine kleine Randgruppe. Und dann sage ich immer, wenn sie in einen Einsatz geht, muss die Homebase stehen. Sonst passiert da Dinge, die wollen sie gar nicht wissen. Ich möchte nicht angerufen werden, wenn nachts um 5 mein Kind Fieber hat und ich hier im Einsatz bin in Mali oder sonst wo. Dann ist das ein Problem, das muss zu Hause laufen. Und darauf muss ich mich verlassen. Und da haben wir noch einen langen Weg, auch bei der Bundeswehr, da bin ich jetzt mal ganz klipp und klar, den müssen wir gemeinsam gehen. Und der ist im Moment noch sehr steinig, weil wir da auch keine Angebote im Moment schaffen können. Das ist jetzt meine persönliche Meinung und vieler anderer Kameradinnen, mit denen ich mich unterhalte, weil ich mich häufig mit Müttern unterhalte. Tut mir hardcore leid, das ist aber einfach mal so, weil ich mir denke, das ist natürlich meine Zielgruppe, die ich verfolge, weil eine Karrierefrau, die mit 18 oder 17 hier zur Armee kommt, die will doch eine Langfristbindung, die hat doch... Im besten Fall ist sie im freiwilligen Wehrdienst, sagt sich, jo, 12 Monate, katsching, habe ich Abi gemacht, studiere ich woanders, klar. Aber eine normale Frau, die hat einen Lebensplan, die kommt und die sagt ihnen, da, bis dahin, dann werde ich schwanger und möchte vielleicht nochmal Mutter werden und da muss ich doch schon mal aufzeigen können, wo wir da hingehen. Und das ist gerade, Entschuldigung, aber ein bisschen schwierig. So. Vielen Dank. Frau Rabens, ich habe noch ein Zitat mitgebracht von der US-Professorin Brené Brown. Die hat gesagt, was ist eigentlich Integrität? Und sie sagt, Integrität bedeutet, Mut der Bequemlichkeit vorzuziehen, das Richtige, dem Spaßigen, Schnellen und Leichten vorzuziehen und unsere Werte zu praktizieren, anstatt sie nur zu benennen.
Jetzt hat ja die Bundeswehr einige Werte, Mut ist eine soldatische Tugend. An welcher konkreten Handlung können denn Vorgesetzte an sich selbst überprüfen, dass sie das tun, so in Bezug auf Chancengerechtigkeit? Woran kann ich das denn feststellen, wenn ich mich überprüfen will? Wir haben jetzt schon gehört von Frau Högel, es wäre gut, wenn jeder, zumindest Vorgesetzte, sich mal überlegt, habe ich das eigentlich im Blick, habe ich diesen Gender Bias im Blick? Woran kann ich das denn feststellen? Haben Sie da eine Idee? Gerade nicht? Schwierig, schwierig. Ich habe auch als Frau Dr. Högel das so gesagt hat. Natürlich, klar, müssen wir das Führungspersonal schulen. Ne? Also unabhängig vom Geschlecht auf Bewerbung oder also auf Beurteilung zu schauen. Die Krux ist ja eben halt immer noch, dass es hauptsächlich Männer sind, die eben halt sowohl Männer als auch Frauen eben halt beurteilen. Es gibt ja auch in der Bewerbung gab es ja mal so diese Idee der Blindbewerbung, ne? Also das ist keine, dass man nicht weiß, wer sich sozusagen bewirbt. Bei Beurteilen ist es natürlich schwierig, aber ne, also irgendwie wirklich versuchen, ja, also eine ganz neutrale Brille aufzusetzen und vielleicht auch einfach mal anhand von Zahlen, also ich denke, es kann dann auch nur über Zahlen gehen, wirklich zu schauen, aha, ich habe, was weiß ich, 100 Männer und Frauen in meiner Kompanie, die muss ich beurteilen und dann auch mal zu schauen, wie fallen denn meine Beurteilungen über die Männer und auch über die Frauen aus. Also da dann nochmal sozusagen nacharbeiten oder auch nochmal eine weitere Instanz, nochmal eine, was weiß ich, bestenfalls meine Stellvertreterin mal zu bitten, schau du doch mal über meine Bewerbung rüber. Also nochmal mehr vielleicht Kontrollinstanzen. Also Bewerbungen, Bewertungen mal checken, habe ich diesen Gender Bias da eigentlich? Paul, haben Sie noch einen konkreten Tipp für Menschen, die sich jetzt inspiriert fühlen und sagen, ich will das mal mehr im Blick nehmen, ich habe das noch nicht so im Blick gehabt. Woran würde ich das feststellen, dass ich das im Blick habe? Also grundsätzlich erstmal das Bewusstsein, dass es diesen Bias überhaupt gibt. Das ist ja schon mal der erste Punkt und dass ich mich selbst hinterfrage. Das ist ein Ansatz. Und dann muss ich genau überlegen, woran liegt es hier vielleicht? Wie liegen die Fälle, die ich vergleichsweise auch habe, untereinander anders? Beispielsweise Teilzeit, beliebtes Kriterium. Das haben wir also schon festgestellt. Bei Teilzeit wird also gerne oder ist die Gefahr, dass ich bei der Beurteilung entsprechend unter Verzerrung leide, weil ich die Person nicht so oft sehe, weil die Person nicht da ist, weil ich weiß, sie arbeitet eben nicht die 100% und damit vielleicht im Bias verbinde, sie kann auch nicht die 100% bringen. Also man muss sich dieser genauen Fallen bewusst sein beispielsweise. Und dann, glaube ich, ist das ein guter Ansatz, dass man auch über den Bias hinwegkommen kann. Aber unabhängig davon, Schulungen natürlich chancengerecht beurteilen, flächendeckend sowas, das hilft. Es ist immer ein strategischer Gesamtansatz und nicht nur eine einzelne Maßnahme. Und das eben als strategische Daueraufnahme. Also nochmal die Klarheit, so es könnte das geben, ich könnte das auch haben und mal eine Schulung dazu mitmachen, vielleicht in der Bundeswehr oder vielleicht auch außerhalb der Bundeswehr, gibt ja auch private Anbieter, die sowas machen, um mal zu gucken, inwieweit bin ich denn davon betroffen. So, meine Damen und Herren, jetzt würde ich gerne zu Ihnen kommen, zu Ihren Fragen. Ich kann mir vorstellen, dass da einige Fragen und Anmerkungen da sind. Ich habe einige auf Slido auch, würde aber auch, wenn Sie im Raum ins Mikro was sagen wollen, auch welche aufnehmen. Gibt es Fragen, die Sie hier im Raum noch nicht auf Slido gestellt haben? Dann kann ich noch mal ein, zwei einsammeln ans Podium. Schönen guten Abend, Hauptmann Maria Eck, militärische Gleichstellungsbeauftragte der 1. Panzerdivision. Ich freue mich ebenfalls, hier zu sein. Und zwar würde ich gerne zwei Dinge ansprechen. Das erste, bitte möchte ich Verständnis wecken für Frauen und Männer gleichermaßen. Denn Frauen und Männer sind gleichermaßen genau von diesen Unconscious Bias betroffen. Also es ist nicht so, dass Frauen mit dieser Weisheit auf die Welt kommen und sich da durchsetzen müssen. Auch wir müssen diese erst erlangen, manchmal in einem sehr langen, schweren Prozess. Das Zweite ist, was mir oft in meiner Arbeit, ich bin jetzt schon im fünften Amtsjahr, wir müssen aufhören, die Frauen auch weiterhin zu optimieren und zu optimieren und zu optimieren. Alle Maßnahmen sind wichtig und richtig. Wir müssen aber auch anfangen, auch unsere Männer, also die Väter,
und in ihre Rolle zu bringen und denen auch die Möglichkeit zu geben, in diese Rolle zu bringen, um dort nämlich gleichermaßen auf der anderen Seite den Soldatinnen den Rücken wieder frei zu machen und da auch das Verständnis auch vor allem auch bei den Männern zu generieren. Danke. Also da habe ich mitgenommen, einerseits so ein Bewusstsein, dass auch Frauen von diesem Unconscious Bias betroffen sind, also quasi auch diese Geschlechterrollen in sich tragen und sich auch erstmal klar machen müssen, hups, das ist, ich darf auch auf meine Bedürfnisse aufmerksam machen. Sexismus, Verzeihung, und auch vom täglichen Sexismus. Also wir Frauen sind gleichermaßen sexistisch aus einer anderen Perspektive. Ja. Und das Zweite, was Sie gesagt haben, habe ich verstanden, dass auch die Verantwortung auch wirklich auf beide auch verteilen wollen. Und nicht nur sagen, Frauen müssen dann halt mehr Beschwerden auch mal schreiben, traut euch auch mal, sondern dass auch die vor allen Dingen Führungskräfte darauf achten. Eher weniger, sondern mehr darin, dass Familienpflichten auch den Vätern gleichermaßen angeboten werden, auch von Seiten der Bundeswehr oder allgemeingesellschaftlich natürlich. Wir dürfen uns ja, glaube ich, einer Illusion nicht hingeben. Etwas, was gesellschaftlich noch nicht dort ist, wo wir es gerne haben wollen, können wir in der Bundeswehr nicht endlos heilen. Und da spreche ich tatsächlich den Teilbereich Vereinbarkeit, Dienst und Familie an. Sie, Frau Dr. Högel, wissen das besser, wie oft Sie Eingaben bekommen zum Thema Vereinbarkeit, Dienst und Familien. Und tatsächlich steht zwischen den Zeilen eigentlich die Kritik in die gesellschaftliche, nicht vorhandene oder miserable Betreuungskultur. Und wir können sie als Institution Bundeswehr nicht heilen. Können wir nicht. Wir können sie anteilig, und das tun wir. Wir haben großartige Mechanismen und Maßnahmen, die nicht bekannt sind, in Klammern. Aber wir können das nur auffangen und auch nur temporär. Aber wir haben hier in diesem Raum auch definitiv ein gesellschaftliches Thema. Danke. Ja, absolut. Sie hatten auch noch eine Frage. Ich habe sie nicht gesehen. Entschuldigung. Sorry. Genau, also Flottillenarzt Dr. Ritter. Ich bin die militärische Gleichstellungsbeauftragte, zuständig für die Marine. Ich möchte dazu anschließen, und zwar sehe ich es schon so, dass die Vorgesetzten mehr Verantwortung übernehmen müssen, Offiziere, also die Männer, nicht nur Offiziere, Soldaten, also die Männer, zu motivieren, ihre Pflichten auch wahrzunehmen. Das erlebe ich noch viel zu häufig, dass da wirklich dieses Rollenbild herrscht, die Frauen machen das, die Männer halt nicht. Die gehen arbeiten, verdienen das Geld. Und das ist das, was Sie ja zuerst auch angesprochen hatten. Also das muss geändert werden. Es steht in der Vorschrift drin, es ist vom Gesetz so gewollt. Und da müssen auch die Vorgesetzten aktiv werden. Weil es reicht nicht, dass es da nur drin steht, sondern es muss auch vorgelebt. Also wir brauchen auch neue Vorbilder, die diese Gleichberechtigung vorleben. Und das sind unter anderem Vorgesetzte. Und die das dann auch ermöglichen und durchsetzen. Und ich möchte auch noch mal dafür plädieren, in allen Bereichen der Bundeswehr die militärischen Gleichstellungsbeauftragten frühzeitig einzubeziehen. Weil dann kann man sich sehr viele Beschwerden und Eingaben ersparen. Genau, danke. Dankeschön. So, ich hatte Sie im Rücken gehabt und nicht gesehen, Sie hatten auch noch... Ja, ich halte. Ich hab keine Frage, ich habe eine Anmerkung oder mehrere Anmerkungen. Ich will den Zeit nicht sprengen. Gestatten Sie mir, dass ich sitzen bleibe. Ich bin schließlich, wie hat gesagt, keine 60 mehr. Ich habe einige Anmerkungen. Einmal, es hat mich riesig gefreut, dass Sie es, ich sag mal, gesagt haben, Frau Wehrbeauftragte, wir müssen die Situation, wie wir sie haben, mit der wir konfrontiert wurden und alles, was ja gesagt wurde, ist ja mehr oder minder auch richtig. Wir müssen die Situation im Blick behalten. Wir müssen sie unbedingt im Blick behalten. Das ist nicht eine Eintagsfliege, die man mal in einem Jahr, ich sag mal, an Priorität einsetzen kann und dann im nächsten Jahr nicht. Ich danke Ihnen ganz herzlich nochmal, Frau Paul, dass Sie immer wieder versucht haben, über die systemseitige Diskriminierung zu kommen. Weil ich gemerkt habe, dass wir doch über ein relativ emotionsloses Thema heute Abend sprechen und was mich gewundert hat, Frau Pfarrerin, ist die Tatsache, dass Sie Günter Grass zitieren.
Und nicht Hertha Müller an einer Trage, an einem Tag, wo wir ich sag mal, über Gleichstellung sprechen. Aber auch das, was Sie gesagt haben, unterstütze ich in allem. Ich habe einen einzigen Punkt und der kommt zu Ihnen. Ich bin verantwortlich für Personal, Ausbildung und Organisation. Und wir haben uns die Frage immer gestellt, wieso haben wir nicht genügend Ausbilderinnen in den Streitkräften? Und also jetzt in dem Fall kann ich nicht über Streitkräfte sprechen, sondern über das Heer, denn ich kann ja nur über das Heer sprechen. Und ich habe einen Workshop gemacht und wir hatten 17 Frauen, Soldatinnen sind zu uns gekommen. Und haben wir mit denen gesprochen, haben gesagt, sag mal, erklären Sie uns mal, warum nicht Soldatinnen, ich sag mal, in die Grundausbildung gehen wollen. Wir wollten Präsenz zeigen und so weiter. Und dann sagt die erste Frau zu mir, und das haben nachher alle anderen 16 bestätigt, ich wollte Fachdienstunteroffizier werden. Ich wollte, glauben Sie es, ich glaube Ihnen ja auch alles, was Sie gesagt haben. Alles gut. Ich wollte Fachdienstunteroffizier werden. Und Fachdienstunteroffiziere werden vom Grundsatz her nicht in der Grundausbildung eingesetzt. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das aber anders. Können wir sie nicht für 2 oder 3 Jahre herausziehen und dann gehen sie in die Grundausbildung und gehen da wieder zurück. Und dann sagten die Frauen, die Porte-Pes und Stabsunteroffiziere, Herr General, das ist leicht gesagt. Also ich gehe jetzt aus meiner Fachverwendung heraus und gehe in die Grundausbildung. Dort bekomme ich natürlich eine andere Beurteilung, als weil ich ja nicht so ausgebildet bin für diesen Job, wie beim Fachunteroffizier. Und dann komme ich nach 3 Jahren wieder oder nach 2 Jahren und gehe wieder in die Fachverwendung. Und dann sagt mir einer, ja, die anderen haben sich ja in der Fachverwendung weiterentwickelt und sie waren ja in der Grundausbildung. Ich will gar nicht sagen, dass das richtig ist, aber ich will Ihnen einfach sagen, Sie schütteln den Kopf, aber genau das sind die Soldatinnen, mit denen Sie sich bei uns im Heer unterhalten müssen, die genau das mir in das Lastenheft geschrieben haben. Und die Frau Dr. Högel war mit bei, denn wir hatten das, unter anderem war das auch ein Thema bei der Frage, ich sag mal, von Extremismus, wo wir das dargestellt haben. Also es gibt ganz, ganz viele Wahrheiten. Und wenn man nicht auf seinem Standpunkt beharrt, dann stellt man fest, dass die Welt nicht so im Argen ist. Darf ich dazu was sagen? Kann ich noch mal kurz was dazu sagen? Bitte schön. Das wird Sie jetzt ein bisschen überraschen, aber ich komme vom Heer. Ich habe dann erst zur Marine gewechselt. Deswegen weiß ich, was Sie meinen. Und ich habe ja auch viel lernen dürfen in 21 Jahren. Und wenn Sie mich brauchen und ich zu Ihnen kommen soll und ich mache Ihnen noch mal die AGA frisch, komme ich, weil die Beurteilung ist mir egal. Ich bin SAZ 27, gehe in 6 Jahren nach Hause und ich mache Ihnen alles, was Sie möchten. Und wenn wir da Nachwuchs brauchen, komme ich auch in Ihre Einheit. Was ist einfach, man muss immer jemanden haben, der es anstößt. Das klingt jetzt so ein bisschen albern, aber ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Und das haben wir nicht vergessen, will ich nicht sagen, aber das ist so wichtig für uns, auch als Frauen. Wenn ich eine tolle Frau in der Grundausbildung habe, dann finde ich die doch klasse. Da sage ich doch der nächsten Mensch, die hat tolle Arbeit geleistet, ist doch mega. Vielleicht sagen Sie jetzt, nee, lassen Sie die mal Frau Putzmann erzählen, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber das ist so meine Ansicht, die ich da einfach dazu habe. Also haben wir gleich ein Angebot. Sie beide können sich ja dann Kontaktdaten austauschen am Ende der Veranstaltung. Frau Köhler macht dem Herr die AGA frisch. Sie haben auch hier einen Fan, Frau Köhler, mit Frau Köhler, dass da endlich jemand mal den Mund aufmacht. Danke dafür, haben Sie hier als Feedback bekommen. Ich nehme jetzt nochmal, bevor ich Sie hier hinten dran nehme, nochmal ein paar Fragen aus Slido mit. Die Wehrpflicht ist zwar ausgesetzt, dennoch verfassungsrechtlich vorgesehen. Wäre es nicht Zeit, das Grundgesetz auch zu ändern, dass die Wehrpflicht dann für Frauen und Männer gilt? Das ist wahrscheinlich als ehestes bei Ihnen gut aufgehoben, Frau Högel. Wären Sie dafür? Sage ich gerne was dazu. Also es ist ja, glaube ich, bekannt, dass ich durchaus dem Gedanken anhänge, dem etwas näher zu treten, dass alle sich in unserer Gesellschaft engagieren für eine gewisse Zeit. Gerade jüngere Leute habe ich natürlich im Blick und es muss auch nicht nur die Bundeswehr sein, sondern soziales, kulturelles Umwelt. Und natürlich können wir, wenn wir über so ein gesellschaftliches Engagement sprechen und die konkrete Ausgestaltung, heute nicht mehr nur über Männer sprechen in diesem Zusammenhang, sondern das würde dann für alle Geschlechter gelten. Und ich bin sehr dafür, diese Debatte auch in unserer Gesellschaft zu führen. Ich bin dagegen, jetzt zu glauben, dass wir angesichts des Krieges in der Ukraine mit der Wehrpflicht irgendwas irgendwie vorwärts kommen, das halte ich gelinde gesagt für großen Quatsch. Aber eine Debatte zu führen, wer engagiert sich in unserer Gesellschaft, in welchem Bereich, für wie lange und je mehr Freiwilligkeit und je weniger Zwang, umso besser. Aber das gilt für alle Geschlechter.
Vielen Dank. Nochmal eine Frage hier von Anonym. Warum werden Täter in Anführungsstrichen bei Spannungsversetzungen mit hohem Dienstgrad selten versetzt? Oft wird das Opfer versetzt, weil es leichter ist, nachzubesetzen. Haben Sie das schon mal so erlebt? Ist das, entspricht das? Sie haben dazu eine Anmerkung? Ich nehme Sie mal. Hier scheint niemand so richtig, Sie sind motiviert dafür, was zu sagen. Bitte schön. Ich kann jetzt natürlich auch nur aus dem Erfahrungsschatz der 1. Panzerdivision als militärische Gleichstellungsbeauftragte berichten. Tatsache ist, dass die Idee dahinter immer ist, den Täter tatsächlich zu versetzen. Grundsätzlich gilt das. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass nämlich meistens es zu diesen Spannungsversetzungen kommt, zu einem Zeitpunkt, wo sich das schon so weit aufgebauscht hat, dass das Opfer oder die betroffene Person es sich nicht mehr vorstellen kann, weiterhin dort Dienst zu leisten. Das ist einfach wirklich im Sinne, und das ist meistens tatsächlich, kann ich das aus den eigenen Reihen berichten, das ist immer mit Rücksprache und mit Abstimmung der betroffenen Person, ob sie verbleiben möchte oder nicht. Grundsätzlich gilt aber trotzdem das Credo, Täter erstmal versetzen im Zweifel, und nachdem nachgewiesen worden ist, ne, dass es eine Tat gegeben hat. Ja. Danke für die Rückmeldung. Jetzt hatten wir hier noch eine Frage, das waren Sie, ne, weil ich komme auf die andere Seite. Da. Guten Abend, Oberfeldarzt Heide, Kommandeurin im Sandregiment 1 im Führungsbereich Berlin. Ich darf das mal? Machen wir es so. Ja, Urlaub bekommt mir nicht, verletze ich mich immer. Wir diskutieren hier, glaube ich, eher über Frauen als mit den Frauen in der Bundeswehr. Meine Erfahrung jetzt in 25 Jahren zeigt, dass ich oftmals Frauen nicht so fördern kann, wie ich es als Führungskraft gerne möchte. Frauen nehmen sich relativ schnell raus, zu einem Zeitpunkt, wo es interessant wird. Ich selber habe ein Kind, mein Mann war bis vergangenem Jahr September ebenfalls Kommandeur. Die Doppelbelastung in Köln und in Berlin war spannend. Das muss nicht jeder machen, das verlange ich auch nicht von jedem, dass er das tun muss, um in eine höhere Sphären irgendwann zu kommen. Aber was ich erlebe, ist, dass Frauen, gerade wenn sie Kinder haben, sich selber viele Dinge nicht mehr zutrauen. Die nehmen sich selber einen Schritt zurück. Ich muss mich doch erstmal. Ich erlebe selten von Männern mit kleinen Kindern, dass sie sagen, ich kann nicht in den Auslandseinsatz gehen, ich habe doch ein Kind. Umgekehrt ist das eine der häufigsten Gründe, warum ich eine Frau nicht in den Einsatz bringen kann, selbst mit Mangelqualifikation. Und ich erlebe auch ein Problem mit der Kinderbetreuung in der Erwartungshaltung im zivilen Umfeld. Auch von den Eltern, die mich geprägt haben und mir ermöglicht haben, Führungskraft in der Bundeswehr zu werden, erlebe ich, aber du bist doch die Mutter. Die ersten 8 Jahre habe ich zu Hause die Stellung gehalten, danach haben wir den Spieß mal umgedreht, das hat ganz gut geklappt. Ich habe meinen Mann vor 25 Jahren ganz romantisch vor der Waffenkammer kennengelernt. Als Luftwaffenlogistiker ist er unterwegs, ich habe mich weiterhin in der Sanität herumgetrieben und ich muss sagen, ich habe solche und solche Erfahrungen gemacht. Ich hatte die schlechten Vorgesetzten, ich hatte aber auch den Panzergrenadier als Vorgesetzten im Einsatz, für den ich die erste weibliche Vorgesetzte war, mit der er sich auseinandersetzen musste. Ich habe sein Weltbild erschüttert und wir sind bis heute befreundet. Sie müssen sich halt Dinge auch mal zutrauen und ich kann nur für meinen Führungsbereich reden. Ich habe einen Frauenanteil von fast 30%. Die Hälfte meiner Kompaniechefs ist weiblich. Mir untersteht derzeit auch das Ausbildungs-SIM-Zentrum. Ich kann sagen, die Hälfte meiner Stabszugführer ist weiblich. Und die machen einen Job auf gleichem Niveau wie meine männlichen unterstellten Soldaten. Und ich habe super tolle weibliche wie männliche Soldaten. Und bei diesen 30%, die ich habe, kann ich sagen, spielt das Geschlecht bei uns tatsächlich eine untergeordnete Rolle. Mhm. Wenn ich dann zum Kommandeurlehrgang, zum Heer gehe, und dort als Luftwaffenuniformträger Frau und Sani eine Ausnahmeerscheinung darstelle, dann ist das schon wieder etwas anderes. Dann kommt man aber oft in die Funktion, dass es dann heißt, mit Ihrer Einstellung, wie hätten Sie gerne für die Heeresprägungswoche? Und ich gucke an mir herunter und stelle fest, okay, Herr, bin ich persönlich vielleicht weit von entfernt, aber die Einstellung ist es, worauf es ankommt. Und hier kann ich nur sagen, wir müssen auch damit wuchern, dass wir bei der Bundeswehr nicht ein normaler Arbeitgeber sind. Der Auftrag der Bundeswehr ist nicht normal. Es ist kein ziviler Auftrag. Er erfordert ein bisschen mehr. Meine Einheit hat einen NRF-Auftrag. Das heißt, ich kann diesen NRF-Auftrag nicht mit Teilzeitkräften erfüllen. Das ist eine objektive Aussage, dass ich dabei unterwegs nicht die Teilzeitkräfte verlieren muss. Versteht sich von selber. Aber dieser Auftrag an sich lässt sich nicht von zu Hause aus im Homeoffice und mit Teilzeit und Telearbeit erledigen. Sondern dann brauche ich die einsatzfähige Truppe, die ausgebildet ist. Ausbilden kann ich aber dann, wenn ich Frauen dazu bringe, auf Lehrgänge gehen zu können.
Das heißt, ich muss im Vorfeld Dinge tun, damit sie dann, wenn NRF, VJTF, die ganzen Aufträge, EUBG anstehen, dann auch fertig ausgebildet sind, damit ich dann mit ihnen auch Dinge tun kann. Ich sehe Teilzeit als Option, aber auch als Falle, in die wir Frauen reintreiben. Sind sie einmal zu lange drin, kriege ich sie nämlich kaum noch wieder raus. Dankeschön. Also hier nochmal die Ermutigung auch zu gucken, habe ich selber vielleicht als Frau diesen Unconscious Bias, traue ich mir was nicht zu, weil ich vielleicht denke, ich kann das nicht. Und auch nochmal klar zu machen, Kinderbetreuung hat was mit beiden Elternteilen zu tun. Das habe ich nicht automatisch als Frau gewonnen, sondern das sind beide zuständig. Und wenn es da andere Ansichten gibt, dann gilt es das nochmal auszudiskutieren, habe ich bei Ihnen mitgenommen. So, Sie haben auch noch einen. Ja. Oberst Landstein, der militärische Gleichstellungsbeauftragte des Ausbildungskommandos in Leipzig. Ich komme vom Heer. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und möchte Ihnen, Frau Hauptbootsmann, recht geben. Das Problem sehe ich im Schwerpunkt bei der Rekrutierung. Was erzähle ich den Frauen im Karrierezentrum? Schenke ich reinen Wein ein oder erzähle ich das Blaue vom Himmel runter? Und wenn ich dann einer Soldatin, einer Bewerberin sage, hier, die Fallschirmjäger werden will, Fallschirmjäger, nein, mach mal Persfeldwebel, da sitzt du hinterm warmen Ofen, musst nicht raus in die Kälte, dann wird die immer sagen, sie macht Persfeldwebel und wird eben nicht Truppendienstfeldwebel, Luftlandetruppe, Herr General Nerger. Und dann haben wir eben die Ausbilderinnen eben nicht. Wir haben bei uns im Ausbildungskommando 300 Dienstposten Ausbildungsfeldwebel, davon sind 10 besetzt mit Frauen. Und wir haben keine Chance, die Frauen da hinzukriegen. Wir haben verschiedene Versuche, ich mache das jetzt seit 8,5 Jahren, Gleichstellungsbeauftragte, wir haben viele Versuche gestartet, die Frauen in die Ausbilderfunktion zu kriegen. Wir kriegen sie nicht. Und wir werden sie auch weiterhin nicht kriegen, wenn wir die Politik verfolgen, Masse statt Klasse. Also ich sage auch, die Qualität ist für mich das Wesentliche, nicht die Masse. Und ich kann nicht mit aller Gewalt eine Quote erreichen mit 15%, wenn ich in Anführungszeichen, ja, in Bayern sagt man Klump einkaufe. Das klingt zwar drastisch, aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Ich brauche die Leute, auf die ich mich verlassen kann, die Frauen, die das machen wollen. Und ich sage, und habe immer gesagt, in der Funktion Disziplinarvorgesetzter, lieber Lücke als Krücke. Denn auf Krücke kann ich mich verlassen, Krücke ist nicht da, aber was hilft mir Lücke, wenn ich jemand einplane und die Person kommt nicht um 4 Uhr früh am Montag und kommt vielleicht nicht um 5 oder auch nicht um 6, dann habe ich ein Problem. Um wieder zurückzukommen zur Rekrutierung. Was Sie gesagt haben, Frau Hauptbootsmann, reinen Wein einschenken, keine Frage. Und dann auch dort gestandene Frauen hinsetzen, die dann auch mal mit der Hand auf den Tisch kloppen und sagen, hier, pass auf Mädel, das ist für dich nichts oder ja, für dich ist das was. Aber das wird halt leider nicht gemacht. Danke. Darf ich das ganz kurz, ganz doll unterstützen? Das ganze Thema Karrierecenter, Personalgewinnung, überhaupt auch Personalbindung, Personalentwicklung, das ist wirklich eine enorme Aufgabe für die Bundeswehr. Und ich erlebe das jetzt mal, ich sage mal unabhängig vom Thema Geschlechter, dass es ganz wichtig ist, ganz am Anfang, wenn interessierte junge Leute kommen, zu sagen, worum es geht bei der Bundeswehr. Ja, und die Plakate und alles, was wir da haben, das ist alles wunderbar, damit die Bundeswehr erstmal interessant aussieht oder sich schön darstellt. Aber dann im Karrierecenter, dann kommt es drauf an, ganz genau zu sagen, worum es geht, wenn jemand sich dafür interessiert, Soldat, Soldatin zu werden. Und dann auch die Rahmenbedingungen zu schildern und dann auch deutlich zu machen, dass es eben kein normaler Job ist oder kein anderer Job wie Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder Kfz-Werkstatt, sondern etwas Besonderes. Und ich finde schon, das haben Sie ja eben auch gesagt, da kommt es auch drauf an, dass wir mehr Ansprechpersonen in den Karrierecentern haben, die nicht Männer sind, ja, die ein anderes Geschlecht haben, um auch die Rahmenbedingungen geschlechterneutral vielleicht darzustellen und vielleicht auch den Frauen das auf der Basis von realistischen Informationen durchaus schmackhaft zu machen. Und allerletzte Bemerkung, wenn ich das auf Ihre Intervention sagen darf, Qualität und Quantität schließen sich nicht aus, ja, sondern wir brauchen exzellente Frauen und Männer und jedes Geschlecht in der Bundeswehr. Wir brauchen exzellente Personen in der Bundeswehr und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es besser ist, wenn wir auch quantitativ aufwachsen, weil es der Gesamtorganisation Bundeswehr gut tut. Nicht um jeden Preis. Ich glaube, da haben wir keinen Dissens, wenn wir sagen, nicht um jeden Preis. Sie hatten eben so ein Wort, was ich nicht ganz verstanden habe, ja, aber ich wusste, was Sie meinen. Also nicht die wir eigentlich nicht haben wollen, nur um eine Quote zu erfüllen. Darum geht es nicht. Aber den exzellenten, interessierten Frauen in der Bundeswehr eine Perspektive zu geben. Das ist jedenfalls mein Petitum. Vielen Dank. Unsere Zeit geht hier langsam dem Ende entgegen. Frau Högel hat noch Anschlusstermine, deswegen mache ich die Fragerunde jetzt zu
und lade Sie ein, untereinander vielleicht noch danach ins Gespräch zu kommen. Ich würde gerne einmal noch die, wir haben leider... 2 Minuten, bitte. Geht schnell, mach ich schnell. Bitte. Also ich möchte noch mal jeder Dame, die heute wirklich zuguckt und sich angesprochen fühlt, ermuntern, das ist mein Auftrag auch in dieser Armee, das möchte ich einfach sagen, sich eine gute Karriereberaterin zu suchen. Kannst auch mich anrufen, ist ja egal. Ja, geht alles klar, machen wir. Das ist, und dann reden wir tiefgehend und dann reden wir wirklich über Dinge und ich glaube, nicht jede Frau kann es schaffen, das möchte ich auch sagen, aber wir können einen guten Weg finden, wie wir das schaffen können. Absolut. Und wenn nicht, sind wir auch ehrlich zueinander und zu sagen, dann machen wir es halt nicht. Dann ist es aber so. Danke. Vielen Dank. Super. Wir haben Ihnen jetzt nochmal die Umfrage mitgebracht. Hat sich das irgendwie verändert? Sie können gerne nochmal Slido zur Hand nehmen, Sie zu Hause am Stream oder auch Sie hier im Saal. Erhalten Soldatinnen in der Bundeswehr für die gleiche Leistung die gleiche Anerkennung? Oh, oh. Ach du liebe Güte. Okay, also bis jetzt, ich sehe da einen gewissen Unterschied. Es holt auf, ja, holt auf, nein. So, das okay. Hat sich jetzt aber negativ verändert während unserer Diskussion. Also ich nehme mit, dass die Debatte dazu geführt hat, dass mehr Menschen der Ansicht sind, dass Anerkennung, dass das noch ein Thema ist. Vielen Dank, dass Sie bei der Umfrage mitgemacht haben. Ja, zum Schluss, meine Damen und Herren, was nehme ich zumindest aus der Veranstaltung mit, bevor wir zum Abschluss kommen? Meine Top 3. Ich habe noch mal ein Zitat der US-Professorin Brené Brown für Sie. Die sagt, was Sie als Führungskraft in den Raum bringen, das ist das, was im Raum erlaubt ist. Das bedeutet für mich, was hier auch angesprochen wurde, dass Führungskräfte das Thema Chancengerechtigkeit in ihren Einheiten aktiv zum Thema machen, mit sich selber, aber auch in ihrer Einheit aktiv sprechen, zum Beispiel, wie würde Wertschätzung für Sie konkret aussehen oder bei abfälligen Äußerungen wirklich auch sagen, hier sind soldatische Werte wie Respekt und Kameradschaft nicht erfüllt. Also dieses Thema wirklich zum Thema machen. Zweitens, wenn Sie merken, dass Sie vor solchen Gesprächen zurückscheuen, jetzt merken, oh, da, wenn ich mir das vorstelle, dass ich bis meinem Kameraden sage, das geht mir nicht so gut, sich dann dazu befähigen, solche unangenehmen Gespräche zu führen. Und drittens, was ich auch mitgenommen habe, das hat mir auch Maja Apelt gesagt im Interview, dass Soldatinnen und Soldaten im Team arbeiten müssen. Ja, auch nach bestandenem Einzelkämpferlehrgang, auch wenn man so krass drauf ist wie Sie, Frau Köhler, ist es wichtig, dass alle Soldatinnen und Soldaten im Team arbeiten und sich Netzwerke suchen mit Kameradinnen und Kameraden, die auch Chancengerechtigkeit zum Thema haben und zusammenarbeiten. Chancengerechtigkeit ist ein langer Weg, aber es lohnt sich und wir sind, glaube ich, die Bundeswehr ist, glaube ich, auf diesem Weg. Das zeigt auch diese Veranstaltung. Zum Schluss würde ich gerne noch mal mit unserem Gastgeber sprechen. Herr Dr. Patschke, Generaloberstabsarzt AD Dr. Ingo Patschke, Sie sind Vorsitzender der EAS. Wir müssen mal gucken, dass wir unserem Streaming-Kreuzchen stehen hier. Sie machen den Sack zu. Ja, also wie jeder gute Politiker würde ich jetzt erstmal Dank aussprechen wollen, also bei so einer Wahlveranstaltung. In der Tat, glaube ich, ist aber schon richtig und nötig, hier auch Dank zu sagen. Und zwar einmal an Sie natürlich, Frau Weigel, dass Sie uns hier alle durch das Programm geführt haben. An Sie, Frau Högel, ganz besonders, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Und auch an Ihnen allen für die guten Statements, ja, die Sie auch hier abgegeben haben, auch aus dem Auditorium. Da waren wirklich tolle Beiträge dabei, die ich auch innerlich noch mal weiterverarbeiten muss. Ihnen, Herr Bischof, vielen Dank für die Eingangsbegrüßung und Ihre Statements dazu und auch hier dieses Beispiel, das Sie eingangs gewählt haben. Und wenn dann auch natürlich geht der Dank an die EKD und an die Technik, dass Sie uns das hier so ermöglicht haben. Vielen Dank auch an Ihrer Seite. Herr Kümmel, vielen Dank auch für Ihre fachliche Expertise, die Sie hier eingebracht haben über diesen nur kurzen Einblick. Ich habe mal in Ihre Studie geguckt, die ist ein bisschen länger, ja, zu dem Thema und auch natürlich entsprechend erschöpfender in der Fragestellung und in der Beantwortung. Vielen Dank, dass Sie auch hier mit dabei waren. So, ja, jetzt. Herr Dr. Patschke, wir wollten noch mal inhaltlich auch darüber sprechen. Was haben Sie denn von der Veranstaltung mitgenommen? Was hat Sie berührt, nachdem Sie das jetzt gehört haben? Also eins hat mich sehr erschreckt. Das ist das Beispiel gewesen von der jungen Kameradin,
die da so völlig unsachlich angegangen ist nach dem Motto, naja, wenn Sie jetzt noch lesbisch wären, dann würde das ja wirklich, würde es ja super passen. Also ich war 43 Jahre Soldat, also sowas habe ich nicht erlebt und ich kann mir auch nicht, ich kann mir keine Situation vorstellen, wo so etwas stattfinden sollte. Das ist so unsoldatisch und so unkameradschaftlich, dass ich mir das wirklich nicht vorstellen kann, aber ich zweifle nicht daran, dass es so passiert ist. Und das andere, das ist die belegte Stimme von Frau Köhler gelegentlich. Das hat mich beruhigt, und nicht beruhigt, hier beunruhigt. Ja, sorry, Frau Köhler. Denn Sie machen mir doch den Eindruck einer, na, ich sag mal, einer handfesten, im Leben gereiften Persönlichkeit. Ja, und wenn Sie schon so eine belegte Stimme kriegen, dann spricht, würde ich mal schätzen, dass da eine Menge an unguten Erfahrungen, an Kränkungen, an persönlicher Not da teilweise dahinter steckt, dass Sie so reagiert haben und Ihre Stimme eben nicht mehr so gleichbleibend ist. Und das ist eigentlich jetzt dann auch der Punkt, so Stichwort Lessons learned oder was kann ich mitnehmen. Wir haben ja gehört, dass es viele Bereiche gibt, die vielleicht das System betreffen. Und dafür kann ich mich als ERS nicht auch nur bedingt zuständig fühlen. Was leiten Sie denn jetzt ab aus dem, was Sie gehört haben, für den Auftrag der ERS? Ja, genau. Also auf meinen Auftrag zu achten und nicht auf den Auftrag der Streitkräfte. Die müssen viele Dinge selber regeln, auch über die Instrumentarien, die ja auch hier schon angesprochen worden sind. Und ich möchte auch das aufgreifen, was die Frau Wehrbeauftragte gesagt haben. Achtung, sagt sie, wir sollten jetzt nicht die Frauen zum, ich sag mal, stigmatisieren als Sorgenkinder oder sowas und das auch nicht übertreiben. Da würde ich Ihnen auch persönlich zustimmen wollen. Wir als ERS können kein Müttergenesungswerk für Soldaten, Datinnen gründen oder betreiben oder sowas. Aber wir sind natürlich an der Seite der Militärseelsorge und deswegen müsste es für uns darum gehen, da wo wir Not erkennen können, entweder über die Militärseelsorge oder indem wir Seminare machen, so wie es heute ein Seminar ist. Und es scheint mir ein guter Indikator zu sein, dass wir hier eigentlich gefühlsmäßig auf dem richtigen Weg sind, dass wir diese Dinge weiter auch gesellschaftlich vorantreiben und dass wir auch in dem Angebot, das wir selber als ERS machen, auch vielleicht uns überlegen sollten, wie weit wir noch mehr auf die Frauen eingehen können. Und manchmal ist es nicht die Frau, sondern es ist manchmal eben das Thema Familie, Familienbetreuung zum Beispiel. Im Norden hatten wir über viele Jahre ziemlich erfolgreich eine Kinderbetreuung in den Ferienzeiten gehabt, weil es für Familien manchmal schwierig ist, wenn die Ferien, der Urlaub zu Ende geht oder die Urlaubstage und die Kinder noch nicht in die Schule gehen und die Kita noch nicht wieder geöffnet ist und so weiter, was soll man machen? Und da gab es jetzt eine gewisse Durststrecke, weil seitens des Dienstherrn, ich sag mal, das Verständnis fehlte, dass wir auch mit der Hilfe der Truppe so eine Kinderbetreuung weiter initiieren. Da scheint es, glaube ich, ein gewisses Umdenken zu geben, sodass wir das wieder aufnehmen können. Das sind so Beispiele. Es ist ja nicht immer nur die alleinerziehende Frau, sondern es kann auch mal der alleinerziehende Mann sein, den das genauso trifft. Aber ich sehe natürlich, dass es gerade die Frauen in dieser Doppelbelastung, Familie und Mutter zu sein zum Beispiel, besonders hart trifft. Und wenn wir da einen Beitrag leisten können in dieser Hinsicht oder durch spezielle, ich sag mal, familientherapeutische Seminare oder solche Dinge, dann sollten wir das gerne tun. Ja? Wir sind zu klein, wir sind nicht der Retter der Bundeswehr oder der Frauen in den Streitkräften oder sonst irgendwie. Wir können wie die Militärseelsorge auch individuell natürlich Schicksale mit begleiten, aber wir können es nicht für alle tun, das wird uns von der Größe her nicht gehen, aber ich denke mal, der Korridor, den wir noch begehen könnten, ist parallel zum Thema posttraumatische Belastungsstörung, das ist so ein Fokus, aber wir können manche Sachen daraus lernen. Ja. Netzwerk der Hilfe, das wir für PTBS haben, das könnten wir über die Bundesarbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung auch in andere Bereiche hineintragen, hier das Soldatenhilfswerk, hier das Bundeswehrsozialwerk und so weiter und uns gemeinsam überlegen, was können wir denn tun an Angeboten für unsere
Soldatenmütter oder, also, oder für Kinder und so weiter, um hier auch eine Entlastung für die Frauen in den Streitkräften zu schaffen. Alles das wäre klar. Meine Idee. Da haben Sie was mitgenommen, noch was Sie im Vorstand diskutieren können. Ja. An dieser Stelle endet unser Livestream. Vielen Dank, dass Sie zugeguckt haben und sich mit Fragen beteiligt haben. Wie geht es heute hier weiter, Herr Dr. Patschke? Wie geht es hier weiter? Ich glaube, wir... Was haben Sie gerade so?